Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Japan, wieder zusammen mit Malte. Grüße euch. Und wir haben ja in Japan hier bekanntlichermaßen die Aufgabe, ordentlich zu sparen. Und das Ding ist, wir haben, also Sparmaßnahmen sind ja normalerweise davon begleitet, dass die Menschen einen hassen, weil man ihnen was wegnimmt. Deswegen haben wir gerade eine niedrige Beliebtheit. Aber wir haben auch in diesem Jahr Wahlen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das ist das Schlechte vor allem. Und dann war eben die Überlegung, ob wir jetzt noch was machen oder wie? Oder was wir machen? Ja, oder? Nee, wir mussten jetzt erstmal Beliebtheit farmen gehen. Genau. So, das kannst du uns knicken. Weil wir müssen irgendwie in der Lage sein, halt diesen dämlichen Wahlkampf zu gewinnen. Wenn wir jetzt in Opposition gehen müssen, dann hilft das alle nichts. Dann ist das Land verloren. Dieses Jahr müssen wir auch durch und nächstes Jahr müssen wir uns irgendwie dann einen Überschuss reindrücken, damit die Schulden halt nicht mehr werden. Ja, okay. So sieht's aus. Hoffen wir mal, dass wir schön viele Preise gewinnen oder unsere Künstler und die Sportler unseres Landes, dass sie schön Preise gewinnen. Ja, danke, dass sie an die Umwelt denken. Ja, das mache ich doch gern. Ich finde den Typen auch so witzig. Komme ich einfach nicht drüber weg. Und schönen guten Abend an Petro und an Tanja Merkle. So. Genau, okay. What? Da sind auch unsere V-Männer am Werk, wie ich sehe, aber das ist ja hier in diesem LP nicht kein ganz Problem. So das Problem. Nee, da haben das wir nur ist so hier das so. Klicken. Hier wird ja nichts annektiert, hier kannst du ja das Haushalten, wenn du lustig bist. Das ist da etwas ruhiger, was den Terrorismus angeht. Und die Beliebtheit scheint auch zu steigen, wenn ich das richtig sehe. Wir sind schon aber das ist, wenn ich wollte gerade sagen, das sind jetzt 12%, die jetzt mit dem Tag dazukommen, was ist denn jetzt wieder passiert? Was haben wir schon wieder gewonnen? Preis. Und Popularität, nice. Das verstehe ich nicht ganz. Weil wir beliebt sind oder was, werden wir beliebter oder was? Wie soll ich das verstehen? Naja, egal. Etwas, was die Popularität fördert, unsere Regierung. So, genau, wir haben keine zwei Ahnung. Preise gewonnen, wie immer dieser Kenji Kobara. Und jetzt geht das schon wieder los in den Kommentaren, greif Nordkorea an. Nein, dieses Let's Play ist nicht zum irgendwas angreifen gedacht. Das Let's Nächste Play Woche nicht. Greifen wir diverse Länder an, aber nicht diese Woche. Also, mal wieder. Ich meine, damit genau. mit China werden wir Länder angreifen, nicht mit Japan. Wenn Japan Länder angreift, kommt das nicht so gut an. Ja. Und bei China ist das noch nicht so oft passiert. Bei Janis muss ich auch sagen, regelmäßiger Zuschauer, den siehst du immer wieder. So. Genau. Schönen guten Abend. Also so ein paar Leute hast du ja wirklich so Stammzuschauermäßig, die sind auch fast bei eigentlich jedem Stream so ziemlich dabei und Janis ist so einer von denen. Weil du hast auch ja regelmäßig so eine Geschichte halt, dass du Leute hast, die halt überhaupt keinen Fußball gucken, so ist klar, aber oder halt dann keine Politik oder so, aber ja, Janis ist immer konstant am Start. Ja, siehe da, ich kann noch einzelne Zuschauerungen und sportliche Siege. Es gibt hier direkt weiter mit der Beliebtheit. Ja, Winterspiele in Pyeongchang. Gute Vorstellung. Das heißt, Zweiter. Wow. Oh. Das bei den Winterspielen. Also ich meine, Japan hat Wintersportler. Aber es gibt doch so einige Wintersportnationen auf der Welt. Schweiz, Österreich. Genau, ganz Skandinavien, USA und Russland. Naja. Was greift Huawei an? Huawei oder was? Ein Handyhersteller. Ja, ich glaube, da ist ein Handyhersteller gemeint. Da habe ich mein Handy her. Ab heute sind Ferien in Bayern. Ach, was? Ihr auch? Ja, also meine Schwester muss jetzt Donnerstag wieder hin, glaube ich. Die sind jetzt durch. Ferien. Meine Vorlesungszeit war ja eigentlich letzte Woche schon vorbei. Also ich hätte jetzt eigentlich diese Woche frei gehabt, weil ich jetzt aber noch eine Veranstaltung habe. Mir das noch nicht so vor, als hätte ich schon frei. Naja. Okay. Egal, am 9. kriege ich sozusagen Ferien. Am 9. August. Wie sind deine Prüfungen gelaufen eigentlich?
Bei zwei weiß ich das, oder bei dreien sogar weiß ich, dass es das erfolgreich war. Bei einer habe ich noch keine Rückmeldung bekommen, weiß nicht, was das heißt. Okay. Aber Ach, ist er meint eigentlich auch egal. Taiwan. Ach so. So, genau. Also Wahlen sind jetzt dann irgendwie, was heißt jetzt, November, glaube ich. Verteidigungsministerin ist Ich muss Ihnen existenzielle sagen, ja. Krise. Eigentlich müssen wir die Verteilung komplett abbauen. Auf eigentlich so gut wie null setzen. Was wolltest du jetzt wissen? Die waren jetzt irgendwie November oder so, ne? Das heißt, die Wahlkampagne so ein Ja, die war im Gedöns. Dezember, glaube ich, sogar erst, genau. Erst im Dezember. Am Tag vor Heiligabend. War das nicht sogar der Geburtstag vom Kaiser oder so? Ach ja, stimmt, Feiertag und so. Ja, stimmt, die Diskussion hatten wir sogar. Gut, okay. Ja, das wird wie gesagt schwierig. Das Problem ist halt wirklich, wenn wir in die Opposition rutschen, weil wahlversprechenmäßig können wir nicht viel drehen, oder? Das ist ja das Problem. Ja, wir können ja nicht viel Sachen versprechen, die Geld kosten. Es sei denn, die Leute sehen uns das nach, wenn wir die Versprechen nicht einlösen. Ich meine, man kann ja nicht erwarten, dass Wahlversprechen auch erfüllt werden. Oder so. Ja, wenn sie gar nicht einlöst. Schönen guten Abend, der Schlaue. Was guten Schlauen können wir immer gebrauchen. Wollte gerade sagen, ein bisschen Grips hier ist nicht viel am Platz. Nein, wir greifen nicht Thailand an. Wir greifen mit Japan niemanden an. Außer unsere Opposition, aber nur auf demokratische Weise. Richtig. Und die Terroristen, die greifen wir auch an. Aber nur die im eigenen Land. Also irgendwie muss ich sagen, ich mache mir wirklich Sorgen, dass wir wirklich in die Opposition müssen, Alter. Das wäre echt scheiße. Die Feststellung unseres. Ja. Wer weiß, was die neue Regierung dann alles anstellt. Ja, nee, das kannst du wohl sagen. Dann müssen wir so schnell wie möglich revoltieren und so ein Gedöns. Aber schnell wie möglich wieder Neuwahlen verursachen. Ja, nee, das ist schön scheiße. Apropos schön scheiße. Ich war vorhin in der Stadt, hat meine Schwester zu irgendeinem Geburtstag gekarrt, ne? Ey, also, wenn ihr mal jemals in Osnabrück seid, die Ampelschaltung ist so beschissen, das möchte echt niemand haben, ey. Du stehst an jeder verfickten Drecksampel. Minutenlang. Solange es nur diese Ampeln sind. Keine andere Art von Ampel. Wenn es nur die verfickten Drecksampeln sind und sonst keine. Davon kenne ich nämlich nicht so viele. Verdummts. Jede scheiß Ampel ist eine Drecksampel. Mein Gott. Ja, solange es nur die Scheißampeln sind. Die Drecksampeln sind. Ich hör auf. So. Ja, nee, das ist echt. Oh, da muss ich meine Schwester auch die Pech hab, nachher noch abholen. Weil mein Vater muss morgen arbeiten. Ich ja nicht. So, und der Geburtstag ist, glaube ich, irgendwie zu Ende. So Mitternacht, 1 Uhr, meinte meine Schwester. Pi mal Daumen. Ja, wir haben richtig Lust, mir nachher noch wieder aussetzen, weil das ist natürlich auch noch eine andere Seite sozusagen der Stadt, weil ich wohne auf der einen Seite und das ist halt die andere Seite und das sind bestimmt Kriegsgeil bist, halbe Stunde. kannst du bei China zugucken. Dann wirst du auf jeden Fall zufrieden sein, hoffe ich Wollte gerade mal. sagen, auch auf deine Kosten kommen, definitiv. Genau. Bei uns ist das human, sagt der Schlaue. Ja, was heißt denn human? Also, erstens, was heißt human? Ne? Heißt das, ich stehe nur 5, 6 Mal an pro halbe Stunde Fahrt? Und was heißt bei Huch. uns? Ach, wir haben ein Treffen mit dem ausgemacht? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ach, bestimmt mal wieder, um irgendwelche Darlehensgedöns zu verhandeln. Kaffee. Glas Mit Champagner. Vergnügen. Ja, schönes Ich hoffe, Land. Sie haben mich nicht. Ganz viel Sand. Ah, ich mag Sand. So. Ja, Schuldenemission. sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? Wo fängt man da an? Fangen wir bei 20 an. Ich glaube, das wollte der nicht. Diese Zahl ist enttäuschend. Das ist weit weg von unseren 21. Erwartungen. Das wäre nämlich jetzt Das meine ist zwar Stadt eine gute gewesen. Idee, aber uns fehlen die Möglichkeiten dazu. 21,5. Ich glaube, der wollte noch nicht mal die Sehr 22 haben, oder? gut. Doch, Wir egal. akzeptieren Ihr Der hatte nämlich Angebot. beim letzten Mal so extrem viel abgelehnt. Deswegen, ich glaube, deswegen haben wir auch nochmal einen Termin mit dem gemacht, weil der alles abgelehnt hat. Weil wir dann fast wieder beim Ausgangswert waren.
bei dem Typ. Ja gut, dann hier Thema wechseln und Gespräch beenden. Ja, genau. Human gleich Minutentakt uns, Kleinstadt in Bayern. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich dachte so, er würde eine Kleinstadt in Bayern heißen. Nein, es gibt wohl Ulm mit drei Buchstaben. Aber das liegt auch noch in Baden-Württemberg. Neu-Ulm. Das liegt in Bayern. Ihr seid die schlechteste Kriegstreiber der Weltplatz. Und dein Deutsch das schlechteste, was ich seit langem gehört habe. Mein Gott. Ja. Ey, komm, ist gut. Verringerung des Glücks, ist klar. Wir haben ja keine Arbeitslosen, wie war das noch? Ja, stimmt. Stimmt, ich erinnere mich. Da gab es ja so ein kleines Problemchen, ne? Können wir den Kündigungsschutz lockern? Ah, Paralympics, sind wir auch gut abgeschnitten. Ach ja. Stimmt. Unser Team war überragend. Juhu. Wir haben die meisten Medaillen gewonnen. Aber es interessiert nur anscheinend keinen, weil es bei dem Lied halt nichts ändert. Unser eingeschleuster. Ja, das sind halt die Paralympics. Das interessiert halt leider nur Behinderte. Wie das klingt. Naja. Ich weiß. Das klingt wieder ein bisschen. Na gut, stimmt. Das klang jetzt ein bisschen gemein. Tut mir leid. So wollte ich ja nicht mich ausdrücken. Passiert manchmal nur. Das Ding ist halt, ja, wie sieht es mit der Wirtschaft, die Wirtschaftsankunft ist 1.4., es kommt sowieso gleich Wirtschaftsdaten, von da ist das erledigt. Wir müssen zumindest die Rahmenbedingungen einhalten. Kann man es am Rentenalter probieren? Ja, da sind wir das letzte Mal krepiert. Ach ja, genau, ich erinnere mich. Das wollten wir nicht machen, um dann die Arbeitslosigkeit zu fördern. Und wie das klingt. Wir wollen die Arbeitslosigkeit fördern. Genau, wir wollten ja das Renteneintrittsalter erhöhen, damit mehr Leute der älteren Generation in der Arbeit sind, damit die Jungen keine Arbeitsplätze kriegen, damit wir ein bisschen Arbeitslose haben, damit die wieder angestellt werden können von den Unternehmen, die jetzt Arbeitskräfte suchen, weil wir keine Arbeitslosen haben. Und ja, wir wollten damit Rentenkosten sparen. Also wir müssen halt auch immer Rente zahlen teilweise. Ach, Schulden, Mission. Ich hasse sie. Aber ja, klar, dass das passiert. Ja, aber ich hasse sie trotzdem. Genau, und wie Petro schon sagt, können wir nicht machen, weil das Problem ist, dann gehen uns die Gewerkschaften sowas auf den Barrikaden. 5,03, wir waren eben bei 4,87 oder so. Ja, das ist echt scheiße, Alter. Deswegen, wir müssen da eigentlich dringend ins Plus kommen. Ja, Glück, dass ich nicht Staatschef bin, sonst hätte ich euch hinrichten lassen. Ja, das hat schon Sinn, dass du kein Staatschef bist. Genau. Es soll Leute geben, die sind für die Macht geboren. Es soll aber Leute geben, die sollten die Macht meiden. Schönen guten Abend, Spanien. Grüß dich. Ah, stimmt. Der Laden füllt sich hier langsam. Ja, ein ganzes Land schaut zu. Noch schrittweise, meine ich. Zuerst für Männer, dann für Frauen. Das wäre so ein bisschen abgestumpfter. Abgestufter meinst du wohl. Tatsächlich, das können wir auch versuchen. Nach der Wahl erst. Wir müssen erst diese Wahl hinter uns bringen. Genau. Dann müssen wir das Steuersystem sowieso umformieren und dann können wir bei der Gelegenheit auch irgendwie die Rentengeschichte durchboxen. Deswegen müssen die es da leider noch aushalten. Die Gewerkschaften würden nicht so hart auf die Barrikaden gehen. Ja, genau. Also das Abgestufte, das verstehe ich. Dann setzen zuerst die Männer hoch und dann die Frauen. Genau. Okay, das könnte man wirklich machen, ja. Wenn man das schrittweise hinkriegt, dann könnten wir auch das Land entschulden, weil das ist ja eigentlich, so das Geheimnis. Ich meine, das wäre die perfekte Maßnahme für dieses Land. Richtig, also tatsächlich, das Renteneintrittsalter ist wirklich das Beste, was momentan geht. Solange wie die Wirtschaft halt Arbeitskräfte sucht. So. Steigende Prognose ist auch gut. Wie viele haben es da jetzt stehen? 2%? 2,06. Sehr schön. Okay. Anstieg der Arbeitslosen auf 1%. Okay, also es gibt immer wieder den 1%. Oh, okay. Interessant. Wir sind jetzt wenigstens bei 0,85. Die Inflation steigt auch wieder, so wie es aussieht. Gut, dann haben wir das. Ja, dann passt das jetzt. Dann kommen wir langsam in die Gefilde, die wir müssen, von den Rahmenbedingungen her. Und Tag Killerkeks, was habt ihr denn bei der Steuer vor? Ja, das weiß ich eigentlich tatsächlich noch nicht. Also unsere Partei ist ja pro Unternehmer, deswegen müssen wir uns das Geld, was wir dringend brauchen, bei den Leuten holen. Ach, jetzt gibt es eine Sitzblockade, warum das denn? Die Nazis. Weg mit euch.
Das kostet aber Beliebtheit. Ich muss die aber irgendwie wegräumen. Ja, das hilft. Vielleicht kann ich im Fernsehen auftreten. Vielleicht sind die da ein bisschen. Ja, ach, das sind rechte Idioten. Das kannst du knicken. Da musst du jetzt ein bisschen in Kauf nehmen. Ich meine, das dämpft das doch eigentlich ab, oder? Wenn man im Fernsehen auftritt. Ja, gut, dann mach das. Dann versuchen wir es mal. Also, solange man es nicht zu oft macht, dann müsste man das eigentlich verkraften können. Respekt für Metal Mo. Ach so. Sehr gut. Pedro sagt Nord. Aha. Pedro sagt Nordkorea. Hast du ihm versprochen, den Kaiser auf den Thron setzen? Ja, der sitzt ja schon. Pedro sagt, Nordkorea hat Raketen bis nach Florida, also auch bis nach Deutschland. Nordkorea hat aber nicht viele Raketen. Alle Raketen, die sie brauchen, werden sie gegen die USA richten. Da werden sie keine mehr übrig haben für uns. Wir sind eigentlich nicht so mit Nordkorea immer auf Kriegsfuß. Aufstände in der Hauptstadt. Also, das wüsste ich aber. Ach, das wüssten wir tatsächlich. Ja. Nee, vergiss es. Das ist Sit-In, das ist das von den Nazis noch. Ja, naja. Das war in der Hauptstadt. Also Umsatzsteuer hoch und KST und EST runter. Sprich jetzt nicht so. Jetzt kommt der Klugscheißer durch. KST? Was ist KST und was ist EST? EST ist Einkommensteuer. KST ist was? Körperschaftssteuer? Achso. Ja, nee, das hilft uns ja nichts. Also Umsatzsteuer können wir nicht erhöhen. Wir können keine Einkommensteuer senken. Wir müssen den Leuten das Geld wegnehmen. Also wir müssen hier Sozialabgaben Arbeitnehmer erhöhen und wir müssen den Mehrwertsteuer erhöhen und all so ein Scheiß. Und wir müssen vor allem die Wahl gewinnen. Genau, das kommt aber erst. Und da haben wir das Problem, dass wir bei 43 rumkrebsen. Können wir uns eigentlich jetzt wieder mit den Darlehensgebern treffen? Ja, stimmt, genau, richtig. Neues Quartal. Moment. Wo müssen wir hin? Schulden, ne? Schulden. So. Und die Gesamtverschuldung sinkt. Siehst du es? Es ist doch gut. Verstehe ich nicht. Also, das kann ja aber nicht stimmen. Wir haben ja ein Haushaltsdefizit. Ja. Vielleicht einfach liegt es einfach daran, dass wir die Zinssätze senken können oder so. Nee, das sind ja halt Zinssätze für die neuen Darlehen. Also sehr fragwürdig, diese Grafik da rechts. Kannst du Japan zu einem Niemandland machen? Nein, kann man nicht. Wäre zu schön. Was will King und in Deutschland? Richtig, gar nichts. Ja, also deswegen, wenn steuermäßig, wir müssen dann an die Taschen der Durchschnittsbürger und nicht an die der Reichen. Das geht mit der Partei nicht. Ach, Umsatzsteuer ist gleichbedeutend zur Mehrwertsteuer. Dann sagst du auch Mehrwertsteuer und nicht Umsatzsteuer. Kapier ich doch nicht. Janne sagt Schokolade essen. Nur weil du schlau bist, heißt das nicht, dass alle schlau sind. Ach nee, ich mit meinem Proletendeutsch. Ja, Japan zum Niemandland machen, Petro, geht nicht. Obwohl, das wirst du wahrscheinlich gleich in 3-4 Sekunden gehört haben. Ja, so, das sind die Termine mit den Darlehensgebern. Ich würde es ja gerne. Ich würde es ja gerne machen. Ah, jetzt hat er es gehört. Okay. So. Ja, deswegen, also ich hätte auch ganz gerne hier gewisse Gelder gekriegt, aber jetzt müssen Mo und ich ja einfach halt zusehen, dass wir das jetzt hier aushandeln, dass wir die Neuverschuldung sozusagen so gering wie möglich halten und dann halt mit einem radikalen Bruch da irgendwie. So, wie fünf. Weit? 6,5? 5, nicht 6,5, 5. 5, das ist doch viel zu viel. Dann 5,5. Das wird er ablehnen, sag ich 5,5? Ja. Ja, dann mach 5,5, dann werden wir sehen. Ich sag, er wird zumindest verhandeln. Ich glaube nicht, dass er unter 6 geht. Wir ziehen es vor, guck, diese Verhandlungen zu beenden. Wir haben es beim letzten Mal nur um 1% runterdrücken können. Gut, Punkt für dich. Sorry.
kann man sich vielleicht bei der Weltbank was leihen. Ja, das Problem ist, dass die ja auch so renthohe Zinsen haben. Das ist jetzt auch nicht viel günstiger für uns. Warum sind wir hier im Juli? Verstehe ich nicht. Du hast, ja, rechts hast du die Kalenderblättchen, diese Monate. Dann tipp einfach auf den Monat, den du jetzt brauchst. Dann musst du ihn ewig klicken. Achso, heute. Ach, cool. Ach, rechts, ja genau, jetzt sehe ich es auch. Kann ich denn das hier hinsetzen? Nein, natürlich nicht. Kann ich ach, das hier hinsetzen? Juli, dann. Ach so, dann. Ja. Ach so, das geht, okay, gut. Ja, wie gesagt, also ich hätte mir auch ganz gern irgendwie Geld geliehen, aber ich denke mal nicht, dass es geht. Schnauze da drüben. Mein Gott. Ja, ja ich muss ja, hier danke, denken und dann wird er draußen gehupt. Mit Penner. Vergnügen. Zu freuen. Sehr gut. Welches Angebot so, wollen Sie uns? Herr Mustermann ist da. Ja, 6,5. Hätte ich jetzt gesagt. Was hast du jetzt? Ja, ich hätte jetzt 6 ausprobiert, aber das hätte er wahrscheinlich auch abgelehnt. Dann machen wir 6,25. Was? Das ist die Mitte. 6,25. Dieser Vorschlag ist lächerlich. 6,3. Wenn Sie nicht zustimmen, ernsthaft. Okay. Ja, und das gut, kann... wir wollen nicht riskieren, zu weit zu gehen. Nee, das will dann nein. Nur sagen, ach, der hat aufgerundet, jetzt verstehe ich. Das ja. Gleich bleibt, umgeht. Dann mach 6,5 draus, das ist zwar eine gute Idee, aber uns was? Fehlen die Möglichkeiten 6,6. So, jetzt wird hier aber klein verhandelt. Sehr gut. Okay, 6,6. Wir akzeptieren Ihr Angebot. Lass ihn privatisieren, sagt der Schlaue. Das Problem ist, der Privatisierung raubt ja, uns ja Geld erstmal, weißt du? Da fängt es erstmal an. Also wenn du etwas privatisierst, dann braucht das ein paar Jahre. Dann ist das langfristig gut, kurzfristig aber schlecht. Und wir müssen uns kurzfristig irgendwie über Wasser abkriegen. 7 oder? Genau, ich auch. Ach, 7 nimmt er an. Ihr Angebot. Okay. Sehr gut. Deswegen, ich weiß es einfach nicht. Also privatisieren kann so knicken, weil dann fehlen uns die Einnahmen kurzfristig. Dann sitzen wir wieder, dann sitzen wir auf heißen Kohlen. Ich frage mich ja, wie wir jetzt noch die Beliebtheit kriegen. Wir wollen, also ich hätte gern bis zum Tag der Wahlen 100% Beliebtheit. Ja, die müssen jetzt mal so ein paar hier, wie hießen sie noch, Kulturfestivals und so ein Gedöns mal wieder kommen. Ansonsten sehe ich da schwarz. Mit Vergnügen. Zu freundlich. Sehr bei gut. Welches Angebot haben wir wollen Sie uns machen? 6,5? Ich mach mal 6,62. Da waren wir doch beim letzten Mal stehen geblieben. Okay. Wir ziehen es vor, diese... Was? Der lehnt direkt ab. Hä? Der Brite hat nur verhandelt. Scheiß Franzacken hier wieder, ey. Vielleicht verstaatlichen? Ja, verstaatlichen geht wohl mit der Partei halt nicht konform, weil wir halt eine unternehmensnahe... So richtig wirtschaftsneoliberal sind. Das ist halt der Rotz. Verstaatlichen können wir also auch nehmen. Verstaatlichen und dann wieder privatisieren, das funktioniert halt nicht, weil dann reißen sich die Parteien kaum ab. Mit zu freundlich. Ah, er sagt schon direkt hinterher. Ja, das könnte halt die Parteien mitmachen, aber ja, so ist das halt. Was passiert, wenn ein komplettes Land, wenn ein Land komplett bankrott ist? Wir ziehen es abgesetzt, oder wie ist das? Wenn das Land bankrott ist, ja, also abgesetzt, oder? Ja. Also ich meine, es ist ja so, die Zinsen werden immer höher, wenn man Minus macht, dann kriegt man ja Beliebtheit abgezogen oder so. Oder wenn das Spiel sagt, hey, jetzt kannst du nicht mehr zahlen, dann ist es sowieso Ende. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Da hast du vorhin mal Israel eingegeben. Hm? Da hast du bei Israel eingegeben. 7, die waren bei 8,8. Kann ich sie hier hinsetzen? Ja. Diese Zinsjugend. Aua. Autsch. Oh je. Aufpassen, was du sagst. Gerne. Achso, ich habe schon wieder einen Termin mit dem ausgemacht. Mal gucken, ob man das nochmal drücken kann, wenn man nochmal einen Termin mit ihm ausmacht. Sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? Nee, wir sind jetzt wieder hier. Ja, ist ja wieder ein neues Quartal, weißt du? Ihr Vorschlag wird interessant. Wir müssen zu einem Abkommen gelangen. Das war jetzt noch am Ende des letzten Quartals, dass wir da... Sehr gut. Okay, das hat er angenommen. Man könnte vielleicht eine Reform mit mehr Kompetenzen für die Polizei durchpeitschen. Zu freuen. Sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? Mit welchen Auswirkungen? Sehr gut. Also, was erhoffst du dir dadurch, wenn ich da jetzt was mit mehr Polizei durchpeitsche für mehr Sicherheit? Abgesehen davon, dass wir dann mit der Beliebtheit ja Probleme kriegen. Hashtag Wahljahr.
Die sieben Tradition. Die Erleuchterung. Bitteschön. So. So, jetzt, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich beim letzten Mal eingegeben habe, mal gucken, ob ich. Ja, das war. Da hast du jetzt, glaube ich. Ach, nee, 7 hat sie ja eingegeben, genau. Hier hast du 7 eingegeben. Das war zu wenig. Dabei, Moment. Ich mal 6,3. Was? Nein, das ist zu wenig. Wie akzeptiert das? Doch. Zu wenig. Ach so, nee. Hoppla, das ist USA. Sorry, mein Fehler. Ich war schon bei Israel. Ach so. Sorry. Nein, danke. Tut leid. Dass die Partei es mitträgt. Die Partei wird nicht dadurch, dass wir das eine machen, das andere mittragen. Das kann man klicken. Die Logik funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, wir machen euch ein Geschenk, dafür kommt uns in dem anderen Punkt entgegen. Das macht das Spiel. Lächerlich. Wenn Sie nicht zustimmen, ernsthafte Anstrengungen zu... Diese Zahl ist enttäuschend. Das ist weit weg von unseren Erwartungen. Das ist zwar eine gute Idee, aber uns fehlen... Wie es der Mustermann schon sagte. Schauen wir mal. Sehr gut. Wir akzeptieren Ihr Angebot. So. Die Gedankenspiele, die Parteien links und rechts außen zu verbieten. Aber das kostet auch viel Beliebtheit, die haben wir halt nicht. Genau. Und Scheiß. Warum gewinnen wir keine Preise? Kann sich ja mit wem wieder treffen. Ist ja Mai jetzt, da wisst ihr, wo wir mit jemandem dich unterhalten dürfen. Ach so. Das ergibt Sinn. Komm hier, Gendigo Baba, der einen Preis nach dem anderen gewinnt. Richtig, der nationale Abräumer. Der japanische Güte. Können wir sogar noch einen zweiten einladen. Das würde, glaube ich, noch den einen oder anderen Prozent zusätzlich geben. Wer bietet sich denn an? 85. Der beliebte Humorist. 99, aber der liebt uns nicht. Ist die Frage, ob er das dann überhaupt machen würde. Oh, das sieht doch gut aus. 91, sehr schön. Ich möchte jetzt Models nichts vorwerfen, aber meistens neigen sie ja dazu, nicht bedeutend für Politik zu wissen. Der Handel ist, glaube ich, das Einzige, was euch kurz- oder langfristig finanziell helfen kann. Ja, ich habe mich auch langsam und sicher in den Verdacht, dass wir da mal leider ran müssen. Damit wir uns kurzfristig aus der Scheiße ziehen können. Dass wir tatsächlich Verträge abschließen müssen.
Die Feststellung unseres... Vielleicht haben wir schon wieder Beliebtheit verloren, weil wir Geld verlieren. Gerne. Mit Ja, ich muss tatsächlich sagen, also wir müssen, glaube ich, mal uns wirklich darum kümmern, was man da so handelsmäßig machen wenn kann. Das erfordert eine intensive Recherche und Analyse. Das wird wahrscheinlich nicht optimal zum Angucken sein, aber es wäre dann auch für euch mal vielleicht gut zu wissen, wie das dann theoretisch geht. Wie war es mit einer Kürzung der Subvention? Wir haben gar keine Subvention. Ja. So, 53. Immerhin wieder über 50. Mhm. Ja, immerhin über der Hälfte. Ja. Soll ich dich in Pawnvolution angreifen? Bin Russland. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich es schaffe, sie zu schlagen. Weil ich Deutschland spiele. Erhöhung von Zöllen mit verfeindeten Ländern. Ich kann mir vorstellen, dass man dann aus Handelsorganisationen rausfliegt. Richtig, genau. Wir sind ja WHO und so. Da ist das ja nicht so mit Zöllen. Deswegen, also ich sehe es langsam auch kommen. Wir werden es versuchen, nächstes Jahr 2019 uns zu retten. Wenn 2019 so nicht einfach funktioniert, dann muss ich tatsächlich auch nochmal auf Verträge und so zurückgreifen. Oder innerhalb von 2019 auf Verträge zurückgreifen. Antiterrorismus, das klingt doch gut. Boah, 5,21. Das wird immer mehr. Ja, das wird immer schlimmer, richtig. So geht's halt im japanischen Staat. Oh, welch Wunder. Schuldenschnitt kannst du ja nirgendwo beantragen. Also nicht bei den Organisationen, bei denen wir jetzt verschuldet sind. Gehaltskürzung für Beamte und Genia streiken. Also im Moment können wir erstmal gar nichts machen, glaube ich. Also können wir genau, weil wir sagen, also wir können auch vielleicht das wieder abrunden. Das können wir vielleicht machen. Das macht also, aber. Irgendjemand von euch weiß, wie man Geld kriegt und Beliebtheit gleichzeitig und was unsere rechtskonservative Partei mitmachen würde. Dann raus damit. Drei Bedingungen, Kollegen, mehr wollen wir gar nicht. Genau. Man nimmt Geld in die Hand und schafft eine Handelszone. Ja, aber das lohnt sich ja auch erst langfristig alles. Wir müssen uns kurzfristig aus der Scheiße ziehen. Genau, und das Problem ist, dass wir brauchen jetzt einen Prototyp von Plan für das Jahr 2019. Jetzt dieses Jahr können wir sowieso nichts machen, aber dann 2019 brauchen wir einen Prototyp von Plan. So, G7, was? Ärmste Länder der Welt, das sind wir nicht. Nee. Wir sind pleite, aber nicht arm. Richtig. Nix wird dann lassen. Ja. Null. Nix. Wir können ja nicht auf Geld verzichten. Wir nicht. Plündert Minderheiten aus, können wir nicht so einfach speziell sagen. Juhu, glaube ich, oder? Keine. Ja. Gut. Und Johann ist da. Tag, Johann. Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, wir sitzen hier ein bisschen in der Scheiße. Das trifft's, glaube ich. Genau. In der Tat. Gott. Warum kann man nicht jetzt einfach hier mal irgendwas haben, was uns Beliebtheit bringt? Das kann doch nicht so schwer sein. Mit Preise gewinnen. Richtig. Die Feststellung uns. Oder Terrorismusbekämpfungserfolge feiern. Das bringt auch Beliebtheit. Genau. Nur nicht ganz so viel. Ja, aber ein kleines Vieh, ne? Macht auch ein bisschen. Jo. Nächsten Monat ist schon wieder neues Quartal. Ich will nicht. Also finden wir bei 6 oder so. Alter, ey. Ja, nee, da müssen wir die Verträge machen, das hilft nichts. Also selbst wenn wir eine Steuerreform machen, 6 kriegen wir kaum rausgeholt, Alter. Nicht in einem Land wie Japan. Feststellung unseres Agenten ist. Deswegen, auf uns kommt ab 2019 ordentlich Arbeit zu. Mhm. Ist das alles ein Scheiß. Nur negative Presse. Was soll das? Blöde Presse. Ja. Weg damit.
ein Treffen mit den Bahamas. Ja, so noch kommen. Früher oder später müssen wir so oder so mit ganzen Leuten zusammensetzen. Weltmeisterschaft, kommen Sie noch mal Fußballnation. Sieg bei Weltmeisterschaft wäre tatsächlich übrigens nicht schlecht für Beliebtheit. Ja. Das bringt ja immer wirklich echt ordentlich was. Wenn man erfolgreich ist. Also wir sind ein reiches Land, wir haben so über 120 Millionen Einwohner. Vielleicht kriegt man dann ein paar gute Fußballer zusammen. Geil, Erdbeben in Kyushu. Super, haben wir gebraucht. Naja, da können wir ja nichts für, oder? Na doch, wir haben vielleicht nicht ganz so viel Geld ausgegeben, um die Schäden zu minimieren. Oder? Haben wir das? Doch, haben wir. Das heißt, da könnten wir sogar Beliebtheit kriegen. Weil wir vorgesorgt haben. Na, hoffen wir mal, dass so wenig mehr passiert. Die Voreinstellung des Spiels vorgesorgt haben. Minus wegen öffentlichen Finanzen müssen wahrscheinlich noch so Entschädigungsscheiße zahlen, ne? Weißt ja. du? An Terrorismus kriegt man 10%. Juhu. Was ist das hier? Okay. Das schon. Schuldentilgung hier, 12,5%. Ja, drittgrößter Haushaltsposten ist hier eine Schuldentilgung. Mann, das ist echt wirklich, wirklich übel, Kinder. Nein, die Finanztransaktionssteuer haben wir nicht eingeführt. Waren zwei Sachen, habe ich auch zwei Sachen. Mhm. Also im Zweifel, ja, ist so tatsächlich, was die Transaktionssteuer angeht. Wie gesagt, das trägt die Partei halt nicht mit. Ja, genau, das ist das Problem. So, man munkelt, dieses Zahlengeld habe sogar den Zweiten Weltkrieg bezahlt. Hahaha. Können die Gesetze nicht Gesetze gegen Migranten meinst du machen? Nee, hilft uns nicht viel bei der Beliebtheit. So, kurz mal gucken. Was haben sie denn? Also sie wollen uns verkaufen. Alkohol. Ja, geh auf 31 runter. Was sage ich jetzt? 32. 40. Nee, 40. Du musst ein bisschen entgegenkommen. Dann sagst du jetzt 50. Und wenn sie uns jetzt nicht vernünftig entgegenkommen, dann wird das nichts. Immer noch nicht. Genau, gut, dann machst du jetzt 55 und dann ist gut. Ach, das nehmen sie an. Gut. Haben wir ein bisschen was gespart. Ich meine, Japan ist doch recht genug. Ja, nein, die Gesamtgesellschaft habe ich hier wieder gesehen, nicht. Na super. Oh. Danke. Also ich wollte das Spiel gleich gerne noch sehen, aber. Ja, egal, zu spät. Man soll wenigstens die den Titel holen. Ach nee. Dann soll das kleinere Deutschland ran. Huch. Hol hier auch die Daumen jetzt. So. Das sind genug Schikanen, ja, in der Tat. Richtig, finden wir auch. Wir wollen Popularität. Die Presse macht uns schon genug Schikanen. Ja, Digga, ich muss, glaube ich, bald auf meine Liste zurückgreifen. Ich habe hier noch irgendwo eine Liste rumflattern, die uns dann extrem helfen wird, wo ich dann meine 20.000 Nationen aufgeschrieben habe, mal irgendwann, welche Nation was verkauft, zu besten Preisen. Oh. Auch wenn es sein kann, dass jetzt natürlich 2018, 2019 sich das ein bisschen gewandelt hat. Das bringen wir wenigstens bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Interessant. Ja, wieso? Das ist die Motivationsrede, oder? Möglich. Ich geh's mal weg. Will ja vorankommen. Na, das neue Quartal nähert sich, unsere Beliebtheit ist immer noch nicht höher. Ja. Wäre schön, wenn wir mal die WM gewinnen oder sowas. Ja, also wenn du es irgendwie schaffst, so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, Halbfinale oder so, ab da gespielt halt. Irgendwie so war das, glaube ich. Wirklich?
weil das die Option in der Vorrunde ausgeschieden. Halbfinale und Finale und Sieg. Ich glaube, das sind diese vier Optionen. Die Missionen stehen bevor. Wenn die Haushaltszahlen so bleiben, müssen wir in den nächsten Tagen eine neue Schuldenemission vornehmen. Diesbezüglich muss ich darüber in Kenntnis setzen, dass Sie vor einiger Zeit mit einigen unserer Darlehensgeber gewisse Zinssätze ausgehandelt haben. Diese Zinssätze können in Frage gestellt werden, da unser Haushaltsdefizit seitdem erheblich angewachsen ist. Die einzige Möglichkeit, diese Zinssätze beizubehalten, besteht darin, unser voraussichtliches Defizit auf das Niveau zu setzen, das es zum Zeitpunkt dieser Verhandlung hatte. Ja, was sollen wir denn machen, bitteschön? Ja. Wir können uns nicht kernsanieren. Das geht noch nicht. Das ist eine Sache, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ihr Witzbolde. Aber diese Meldung hatte ich noch nie gehabt, du? Nee, hatte ich noch nicht. Ja, das ist gerade Neuland hier gewesen. Was man machen könnte, denke ich mir gerade. Hm? Das wäre aber, das würde man aber eigentlich, das wäre eigentlich unrealistisch, man würde die Spielmechanik austricksen, wenn es funktioniert. Man würde einfach überall die Finanzierung auf Null setzen, einen Tag weitergehen und dann eine Sache oder so, einen Bereich, vielleicht Gesundheit, wieder hochsetzen. Dann könnte man. Ja, jetzt, wo es gerade. Ja, jetzt, wo es aber auch gerade aus dem Publikum kommt, also tatsächlich bringen ja positiv geführte Kriege, gut geführte, organisierte Kriege, militärische Siege bringen gut Beliebtheit. Das stimmt. Also man könnte tatsächlich in einen Konflikt theoretisch intervenieren, um Beliebtheit zu sammeln. Nicht um sich politisch zu bereichern. Ich glaube, die Idee, die ich gerade hatte, könnte funktionieren, aber es wäre halt nicht realistisch. Nochmal wiederholen, bitte. Dass man eben an einem Tag alle Finanzierungen auf Null setzt, dann einen Tag weitergeht und dann zum Beispiel einen Bereich, zum Beispiel Gesundheit, wieder hochsetzt. Dann kriegt man dafür die Beliebtheit wieder gut geschrieben, die man abgezogen bekommen hat. Dem. Das heißt, man nimmt alles runter, dieses Beliebtheit sinkt auf Null. Am nächsten Tag macht man dann. Ja, nee, das ist zu viel getrickst, glaube ich. Genau. Das würde ich. Ja, das aber passt. Aber es könnte funktionieren. So, stopp! Was? Die internationale Gemeinschaft. Ach, Mann, Kollege, ich muss mal lesen können. Gut, dass das Bild bei mir ein bisschen gestockt hat. Die internationale Gemeinschaft hat 1,5 Milliarden gespendet bezüglich der Erdbeben in Kyushu. Das ist doch schön. Aber das war ja noch nicht das Fenster mit dem Geldspenden. Ja, aber das war auch erstmal was Positives, mein Gott, und du lässt mir kaum Zeit, diese Nachricht zu lesen. Ja gut, wahrscheinlich müssen wir noch mehr Geld ausgeben als das. Ja, aber das ist schon mal sehr entgegenkommend. Oder auch nicht oder so, weil das Symbol weg ist. Ja. Könnte sein, dass es jetzt vollkommen erledigt hat. So. Neues Quartal. Aufgehoben, ja. Die Verhandlungen haben nichts gebracht. Nun. Ich will nur eine Wahl gewinnen. Dann können wir machen, was wir kannst wollen. Kannst du mal kurz lesen lassen. Okay. Daher können wir den Ausgangszinssatz nicht länger verwenden und müssen einen neuen Satz basieren oder der Scheinentwicklungsleistung rechnen. Okay, weiter. Weiter. Fickt euch alle, ihr hohen Söhne. Mein Gott. Könnte man in Syrien schauen, was da los ist? Es ist klar, was da los ist. Und wieder 41 Milliarden Schuldenemissionen. Das bringt uns auf ein Defizit von minus 5,47 anscheinend. Mhm. Oder es muss vielleicht sogar noch später aktualisiert werden. Okay. Nichts Ernstes soweit, na dann. Ja, also in Syrien ist halt das Übliche los. Was willst du da großartig zu gucken? Also du kannst da gerne mal hingehen, aber das ist halt... ja, bekannt. Da hat halt Beef jeder mit jedem. Das Kalifat halt mit dem Syrienkrieg und mit dem Irakkrieg und dann gibt es noch halt diese Kurden, die da noch so rumtaumeln und so. Das ist halt, ja, höchst komplizierte Angelegenheit. Eigentlich wie immer. Richtig. Kulturpreis, natürlich. Immerhin ein paar Prozentpunkte hier. Die Feststellung unserer... 6%. Na okay, also muss ich schon sagen, wir haben es geschafft, immerhin fast 20% dazu zu gewinnen, seitdem wir jetzt hier losgelegt haben wieder. Mhm.
Opferentschädigung wird auf fast 18 Milliarden geschätzt. Die von diesem Desaster getroffene Bevölkerung. Jetzt genau überlegen, also wir müssen hier... Lage. Hier ist 18 eingegeben. Die meisten haben viel oder alles verloren und bitten den Staat um Hilfe. Vielleicht freuen die Leute sich ja. Wie wirkt denn, also ich muss mal ganz kurz unseren schlauen Kollegen mal eben ganz kurz über das aufklären. Wir haben das Militär erheblich verkleinert, seitdem wir losgelegt haben. Mhm. Deswegen ist unsere Streitmacht nicht eigentlich aus meiner Sicht nicht mehr großartig in der Lage, irgendwelche Kriege zu führen. Eine Intervention bewirkt grundsätzlich etwas Positives, auch die Beliebtheit. Das Ding ist aber zum Beispiel, wenn du das Syrien anführst als Beispiel, das wäre höchst kompliziert, dort eine Intervention durchzuführen. Das wäre überhaupt nicht witzig. Würde jetzt ein Krieg vor der Haustür entstehen zwischen Nordkorea und Südkorea jetzt, dann könnten wir über eine Intervention tatsächlich nachdenken, weil das kriegen wir logistisch ein bisschen besser hin. Aber da hinten eine Intervention noch zu führen, ist absolut ein Ding der Unmöglichkeit. 64. Ach, oh, ja, sehr schön. So. Und die Arbeitslosigkeit steigt. 3%. Auf 3%. Ja, jetzt reicht's aber auch. Mehr darf nicht steigen. Ah, das Wachstum steigt auch. Okay, was ist die Inflation? Da muss man jetzt auch gucken. Muss niedriger sein. 0,53. Also sie steigt auch, aber die... Ja, so, aber das geht noch. Also ist halt niedriger als das Wachstum. Ja, okay. Ja, immerhin. Die Wirtschaft springt mal wenigstens an. So, die Arbeitslosenquote springt auch an. Das ist ja natürlich nicht ganz hundertprozentig erfreulich, weil jetzt müsste nämlich aufhören zu steigen. Wenn jetzt nämlich die Arbeitslosigkeit steigert, finde ich das sehr irritierend, dass nämlich das Wirtschaftswachstum dann immer auch steigt. Da habe ich nur was Glück sagen. Antiterrorismus, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Juhu, endlich. Alles angekommen, also da genug angekommen. Ja. So, bitte Beliebtheit. Fast zweites Set. Ach ja, genau. Ja, stimmt, da muss ich, Mo, dir muss ich nachher noch meine zweite Liga-Tipps muss ich noch zuschicken, Kollege. Ach ja. Selbstparfümieren, das ist schön für euch USA, aber es ist mir relativ wurst, weil es uns nicht betrifft. So. Richtig.
This is sausage to me. Dieser Moment, wenn der japanische Präsident auf den Gewinn der EM, der WM spekuliert. Ja, nee, also ich muss sagen, ich habe auf Halbfinale gehofft. Ein bisschen humaner bin ich ja noch. Man muss sagen, bei den Frauen ist Japan doch Weltmeister, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, genau, siehst du, genau, wenn wir Frauen sind, dann Japan Weltmeister, richtig. Ich muss sagen, Japan ist eigentlich schon nicht schlecht. Ich meine, die sind zwar kein Favorit. Gut, das muss ich zugestehen. Ja, Japan ist halt... Sekunde, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Malte. Drüber nachdenken, was du jetzt sagst. Eine der Top-3-Mannschaften Asiens. Das trifft. Das würde ich sagen. Also was gibt es in Asien sonst noch außer Japan? Es gibt Südkorea. Ja, Südkorea. Australien zähle ich immer so in die Ecke da rein, weil Australien ist jetzt unter Asien gelistet ist. Genau, die sind jetzt Mitglied vom AFC. China richtig, ist das ein Problem, würde ich sagen. Also zumindest wirkt das ja, so, weil die brauchen Geld da reinstecken. Ja, 5 bis 10 Jahre brauchen die noch, dann sind die auf jeden Fall in Asien dann auch mal eine ernstzunehmende Macht. Ansonsten hätte man noch Länder wie Iran, Saudi-Arabien. Das war es so ziemlich, glaube ich, in Asien. Ach du, da musst du, also wie gesagt, also Japan ist halt so, ja, WM-mäßig genau das, was wir gemacht haben. Wir sind in der Gruppenphase ausgeschieden. Das ist so für mich Japan im Herrenfußball. Das ist aber auch so, glaube ich. Obwohl sie ja in ihrer Heim-WM da 2-2 haben sie, waren sie das oder Südkorea das? Südkorea, die waren, glaube ich, Dritter oder sowas geworden. Ja, genau. Also irgendwer hatte da eine super Leistung erzielt. Müsste Südkorea gewesen sein. Wie sind das eigentlich? Nehmen dann beide Mannschaften teil bei so einer Doppel-WM? Interessant, wir haben gerade genauso viele Likes wie Zuschauer. Naja. Egal. Ach, wir haben 12 Zuschauer oder 13 sogar. Jetzt haben wir mehr Zuschauer als Likes. Egal. Ja, so. Gut. Karl ist da. Karl der Neue. Hast deinen alten Account verloren, oder wie ist das? Ist schon immer neu, der Karl. So. Wir sind bei 65% und die Ware rückt näher. Also, Ziel von mir wäre jetzt 80, Minimum 70, damit wir Chancen haben, diese dämliche Dreckswahl zu gewinnen. Ja, ich muss sagen, ich bin noch alles andere als begeistert momentan. Mhm. Was meinst du, 2019? Das schaffen wir dieses Jahr nicht so richtig, oder? Ich klicke und klicke. Ja, nee, weil sonst müsste ich nämlich gleich noch, müsste ich mich erstmal gleich die Liste suchen gehen, die für uns relevant ist. Aber also, wenn wir das nicht schaffen, dann kann ich das auch zur übernächsten Woche machen. Kannst du suchen, wenn wir die Wahl hinter uns haben. Ja, gut. Ich schau mal, wie weit wir kommen. Ja. Also falls irgendwas in der Welt passieren würde, könnten wir uns jetzt drüber unterhalten. Tatsächlich, also wenn ihr jetzt irgendwelche Themen habt, was gerade so abgeht in der klassischen Sommerflaute. Vorausgesetzt, es geht was ab. Ja, genau, ich sag ja so. Außer, dass ich sagen kann, dass Deutschland echt schäbig gespielt hat. So, Start der Vorwahl. So, aber jetzt können wir kein Gesetz mehr durchbringen, ja, annehmen. Ja, haben wir sowieso nicht gemacht. Ja, natürlich treten wir an. Okay, so, dann machst du jetzt mal eben kurz zwei Treffen, machst du kurz ein Treffen fest. Wieder, war das wieder so? Jetzt können wir wieder keine. Doch, das geht noch. Keine Ahnung, ich dachte, wir könnten keine Terroristen, keine mehr. Du kannst mal eben. Ja? Kannst dich mal eben mit dem reichen Schnösel treffen, dass du ein paar Millionen ausziehst für die Partei? Wann genau sind die Wahlen? Im November sind die, glaube ich. Unternehmer war das? Ja, genau. Rechtsgesinnter Milliardär. Richtig. Dem sollst du ein paar Euro aus der Tasche ziehen. Wenn das geht, habe ich noch nie gemacht. Was hält der Linke von uns? Oh, der mag uns sogar noch mehr. Interessant. Oh, das ist ja cool, dann können wir sogar von beiden Geld. Das habe ich auch selten. Ja, wir haben noch nicht viel gemacht, ne? Ja. So ist es in der Demokratie. Man kann nicht gar nicht so viel machen, dass die Leute einen hassen. So. Ja, gut, also für Schwarze. Kampagne? Mit Vergnügen. Weiß nicht, Medaille. Bitte Partei zu finanzieren. Dankeschön. Ach cool, ich kann den in die Partei holen. Ja, eine gute Idee. Ich tue mein Bestes.
Definitiv am reichsten. Danke, das geht mir nah. Danke, das geht mir nah. Bitten um die Wahl zu für die Wahl zu unterstützen. Das kannst du auch machen. Ich bedauere, aber wir haben leider ein paar nicht. Aber vor allem ist das Geld, bitte die Partei zu finanzieren. Deswegen habe ich ihn jetzt hergeholt. Ja, ja, okay. Ja, eine gute Idee. Ich tue mein Bestes. Okay, das heißt, wir kriegen später eine Nachricht, wie viel oder was? Richtig. Okay. Sag mal, du hast dieses Spiel auch hunderte von Stunden gespielt, also du weißt es nicht. Ich habe nicht alles ausprobiert, sondern nur das, was wir irgendwie zielführend erschien. Okay. Weiß ich nicht. Da, also ich habe ja zum Beispiel ein Land zu entschulden, habe ich noch nicht so intensiv betrieben, dass ich das weiß. Und geht's hier wieder richtig rund. So, wir stellen es wieder auf, ist ja klar. So. Agent getötet, das ist schlecht. Geht das Geld an den Staat oder geht das Geld an... in die Parteikasse. In die Partei, okay. Du musst damit die Auftritte, die Wahlauftritte finanzieren. Bei Moment kann man manchmal meinen, hätte noch nie eine einzige demokratische Wahl abgehalten. Hab ich schon, aber ich habe versagt. Oder ich vielleicht nicht direkt versagt, aber ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Ja, dolle bin ich doch noch. Sehr nett. Aber es muss halt den Ansprüchen genügen. Ja, eine gute Idee. Ich Kohle bedauere, her. Aber wir haben... Das will er auch nicht. Naja, ja, diese Bonzen. Ja, diese Bonzen unterstützen einen. Ich tue mein Bestes. Ju. Kriegen von ihm auch was. Stopp, du machst jetzt gleich nochmal eben auf politische Parteien, gehst du gleich mal? Aha. Ja, jetzt machen wir hier richtig Demokratie, ey. Jetzt muss ich nur die Grundschritte beibringen, Alter. Und dabei sind wir die irgendwie Tutorials drehen. Tja. Also wenn jemand noch ein Videoformat machen möchte, das mich interessieren würde, was ich mir gerne ansehen würde, hier habe ich einen Vorschlag für euch. Ein kleines How-to-Do-Tutorial bezüglich, wie man eine Wahl gewinnt. So, meine Partei. Spendenkampagne ausrufen. Ah ja, das habe ich schon gemacht. Genau. Danke. So. Bitteschön. So. Danke für den Sack Reis, den 3,47 Millionen. Gut, toll. Sehr schön. Der Milliardär hat diese Überweisung auf das Parteikonto getätigt. Juhu. Kann ich es persönlich dran bereichern? 964.000. Toll. Wow. Der Milliardär hat diese Überweisung auf das Parteikonto getätigt. Wie der klingt, der Typ. Toll. Der Milliardär hat diese Überweisung auf das Parteikonto getätigt. Egal. Toll. Extrem hoch, ne? Ja, aber die Stimmenlage ist cool. Wie so ein fasziniertes Kind. Toll. Eure Meinung dazu, dass USA und Russland gegenseitig Diplomaten ausweisen? Ja, du, also ich bin zwar ein Kind, das nach dem Kalten Krieg geboren wurde, aber irgendwie kommt da wieder eine gewisse Atmosphäre auf. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass da die USA jetzt nicht... Also dieses Mal weiß ich aber sicherlich, dass die russische Führung relativ klug ist und dass die amerikanische Führung ein bisschen auf den Kopf gefallen ist. So, 530. Mhm. 528. So. Okay, das geht schon so, eher in die dann, Richtung. Ja, dann machst du jetzt 570. Okay. Du musst ein bisschen entgegenkommen. Dann machst du jetzt 620 und dann müsst du uns da treffen. Mhm. Afrikaner verkaufen uns Bananen. Jo. Gerne, schwarz. Schmecken hoffentlich gut. Zentrale Afrikanische Republik, das ist ja auch so ein Land, wo es drunter und drüber geht. Ja, aber Bananen schicken können sie auch. Eins, ich glaube, eins der Länder, denen es am schlechtesten geht. Naja, das ist ja im Namen inbegriffen, zentralafrikanisch. Na gut. Malte, wolltest du nicht mal den Wahlomat machen? Ja, ich muss dafür warten, dass der Wahlomat mal rauskommt, Karl. Der kommt ja immer, also für Bundestagswahlen kommt er immer so 3 Wochen vorher oder so, als ich für Landtagswahlen. Da brauchen wir mal eine Ewigkeit mit.
Deswegen, also sobald der sobald der raus ist für Bundestagswahl, mache ich den. Kommt schon noch 35% Beliebtheit. Die wird man noch irgendwo beikriegen können. In Nigeria und ein Kulturpreis. Der war aber ein ganz kleiner, Alter. Ja. 2%. Toll. Juhu, danke, Edinburgh. Also wie gesagt, Leute, also sobald der Wadomat offen ist, du setzt mich da dran. Kein Ding. NRW ist schon da. Wow. Das ist eher NRW ist noch da. Richtig. Entschuldige, Fenster zu machen. Befehle für Hunde müssen jetzt nicht gehört werden. Stellung unseres. So, wie sind wir politisch angestellt? Also, Mo ist Mitte links. Und ich bin etwas weiter rechts davon. Das trifft sie irgendwie immer. Also, keine Ahnung. Kurz Zusammenfassung. Oh, das war ein schöner Kulturpreis. Mhm. Jetzt haben wir zumindest, jetzt haben wir das Mindestsoll erfüllt. Jetzt noch 6% bis zu meiner Wunschlinie. So, und dann sind zumindest beliebtheitsmäßig schon mal die Weichen gestellt. Ja, komm mal. Oh, und noch einer. Und noch okay, einer. Ey, 80. Jetzt haben wir es. Und wir haben Geld gekriegt. Sehr schön. 4,34 Millionen. Ja, genau. Und mütterliche ja, Gefühle ist auch schön. Und sobald diese Wahlkampagne, dass man die Wahlversprechen starten kann, danke, Wagner. Dann... Richtig. Oh. Ja, die Salzburger, das war das für die 80 dann. Friedrich Kellner. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, Mo, was du wählen wirst, also ob du das überhaupt schon mal erwähnt hast, ob du das erwähnen wolltest, aber ich werde bei der Bundestagswahl SPD wählen. Mhm, definitiv. Gut. Spanien, habt ihr das mitbekommen mit dem neuen Pressesprecher von Trump? Ja, du, das ist aber, das ist doch so ein Scheiß. So, das trifft. Das ist einfach so ein Dreck, was da läuft. Das ist doch total egal. Weil die amerikanische Regierung, die amerikanische Administration, das ähnlich wie eine Doku-Soap oder so, Alter. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, so ein Kram, ey. Jeden Tag neue Scheiße. Boah, sorry. Ging nicht anders. Also wenn ich zum Beispiel den Wahl-O-Mat machen würde, da würde bei mir meistens wahrscheinlich so rauskommen wie SPD, Grüne und Linke. Herr Mustermann, so eine Internetseite sagt, dass ich ein demokratischer Nationalliberaler sei. Tatsächlich, also so würde ich mich wahrscheinlich auch am ehesten bezeichnen als Nationalliberal, wobei ich dann auch noch ein Touch Soziales mit bei habe. Also ich bin jetzt nicht so ein Neoliberal, so ein Gedöns, das ist mir ein bisschen zu krass. So, weil so komplett antisozial bin ich ja auch nicht. Aber ich bin da auch schon auf wirtschaftlicher Seite manchmal eingestellt. Manchmal, nicht immer. Und der Schlaue sagt, na dann, ich bin liberal-konservativ. Wählst du LKR dann oder wie ist das? Also würdest du LKR dann wählen oder was würdest du wählen? Und der, oh, sorry, Kollege Mustermann, da trete ich dir wahrscheinlich wieder zu nah. Aber nein, CDU wählt man nicht, weil dann wählst du Merkel und Merkel ist scheiße für das Land. Mein Gott. Naja, so. Zumindest wird es nicht schlechter werden. Ja, toll, ey. Stagnation. Braucht das Land nicht. Dass er überhaupt die ganzen Jahre glatt gegangen ist mit dieser Stagnation. Das verstehe ich gar nicht. Gott, nee. Das macht mich ja wahnsinnig. Ich muss FDP, weil ich keine CDU kann. Wie? Du kannst keine CDU wählen. Ach so. Barzi ist er. Stimmt, da muss er CSU wählen. Ja, nee, ja. Das ist ja. Das, Gott, nee. Stimmt. Ja, auch FDP wählen halte ich für scheiße eigentlich, seitdem sie von ihrem sozialliberalen Kurs weg sind. Ich habe mal eine Zeit lang, ich habe ja gehofft, als der Lindner kam, dass sie wieder den sozialliberalen Weg einschlagen, aber nein, tun sie nicht, sind genauso scheiße wie vorher. Boah.
Seehofer ist klar, also wenn man CSU nicht wählt, das steht hier schon voll und ganz. Genau, also wie gesagt, also ich wähle ja tatsächlich SPD. Also wenn man mich politisch einordnen möchte, ich glaube, die Eberts und Scheidemänner der alten Weimarer Republik hätten mir wohl am besten gefallen. Weil das waren halt diese nationalen Patrioten, aber halt auf soziale Art und Weise, ohne aber gleich irgendwie Hardcore-Kommunisten zu sein, die nichts von Regierungsgeschäften verstehen. Deswegen. So, Spanien, ich selbst wähle die SPD, aber das bringt nichts, wenn dann kommen die wieder GroKo. Ja, aber du musst es halt tun, so, weil du kannst halt nicht immer hinstellen und sagen, ja, das passiert doch sowieso nicht, ändert sich doch sowieso nicht. So, wenn du nichts tust, dann kommt da nichts. Ich bin persönlich von Merkel überzeugt. Ja, Mustermann, jetzt können wir uns hier auf vernünftigen Ebene unterhalten. Jetzt sagst du mir, warum du denn von Merkel überzeugt bist. Was macht die Alte denn? Nichts Schlechtes wahrscheinlich. Ja, nee, das ist keine Antwort. Die möchte ich jetzt nicht haben. Ich möchte jetzt aktive Gründe dafür haben, Merkel zu wählen. Warum wählt man Merkel? Warum wählt man CDU? Vor allem, wenn man CDU will, wählt man übrigens Merkel. Das ist ja mittlerweile ja so. Ja. Das ist ja das Schlimme. Also das kommt noch dazu. Du willst keine Partei mehr, du willst Merkel. Bei Bundestagswahl ist doch CDU, CSU das Gleiche. Ja, es ist dann die Union als Fraktion, aber nichtsdestotrotz musst du ja immer noch nicht dafür sorgen, dass die CSU noch mehr in der Pötte kommt als nötig. FDP ist noch am ehesten, SPD ist totaler Rotz, finde ich. Bevormundung ohne alles, Umverteilung over 9000, also über 9000. Ja, du Kollege, also ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, in Klammern Schlaue. Also mein schlauer Freund, aber also ich komme jetzt nicht aus der schönsten Gegend, nennen wir so. Also so gewisse soziale Ader habe ich da dann doch schon eingeprägt bekommen. Also jo. Ich muss sagen, gerade Umverteilung finde ich wichtig. Ja, genau, also so halt der Reiche verdient an den Werken der Ärmeren. Dementsprechend muss er aber auch einen Teil seines Reichtums an die Armen aber auch abdrücken. Jetzt nicht komplett, wir sind ja nicht im Kommunismus. Aber so halt diese gesunde soziale Marktwirtschaft. Und wenn man den Staat finanzieren will, muss man halt das Geld irgendwo hernehmen. Und dann würde ich das halt von den Leuten nehmen, die Geld haben. Richtig, und nicht von denen, die es nicht haben. Genau. Ich meine, für irgendwas braucht man ja. Also man braucht ja für Dinge Geld. Die CSU hat den Bayern-Plan. Obergrenze, Mütterrente, etc. Ja, die CSU labert immer scheiße. So, jetzt habe ich mich ja tatsächlich den ganzen Ingame-Monat hier aufgeregt. Und dann noch immer diese ganzen Geschichten mit dem traditionellen Familienbild. Ja, Umverteilung ist wichtig, genau, nur bis zu einem gewissen Grad. So, und dann, so, okay, also es kann jetzt sein, dass jetzt... Mama kümmert sich um die Kinder und arbeitet nicht, das finde ich, naja, also... Ja gut, das wenn sie das wollen, es soll es mir recht sein, aber... Also ich bin jetzt kein Befürworter des traditionellen Frauenbilds, aber ich bin jetzt auch keiner, der da jetzt sich stemmt gegen dieses traditionelle Frauenbild. Dieses traditionelle Familienbild. So, ist mir egal, sollen die Leute machen, wie sie wollen. Wenn Frau sagt, ich bin über Hausfrau, dann lass Frau Hausfrau sein. Da muss doch keiner sich dazu Emanzipation ja, gut, zwingen. Genau, aber. Und wenn Frau sagen will, ich will krass Karriere machen, dann soll Frau krass Karriere machen. Obwohl ich sowieso Fan davon bin, dass trotzdem jeder Mensch dann bitte doch zwei Kinder bekommen sollte. Das, damit wir zumindest die Anzahl der Bevölkerung aufrechterhalten, allein aus finanziellen Gründen. So, die Frau macht Außenpolitik einen klasse Job. Keine Schnellschüsse, hat trotzdem am Ende alles in der Hand. Was hat sie denn so außenpolitisch in den letzten Jahren geleistet? Ganz Südeuropa steht immer noch nahezu vor dem Totalkollaps. Das Minsker Abkommen war ungefähr so früchtetragend wie eine Ernte im Frühjahr. Also ich weiß nicht, ich sehe das nicht. Sie hat die EU nicht bedeutend vorangebracht. Ja genau, der schlaue Zwei-Kind-Politik, tatsächlich. Wäre ich fast Anhänger von. Also man kann auch mehr haben als zwei Kinder. So, weil eben muss ich das ja ausgleichen. So, also ich werde später, möchte ich 2 bis 3 Kinder haben, so, damit ich alleine so für mich auch erstens sagen, also erstens Einzelkinder sein finde ich, Einzelkind da sein finde ich scheiße. Sorry, Mo, ich glaube, das ist Einzelkind, ne? Ja. Genau.
Wäre nichts für mich. Gut, meine Schwester manchmal nervig so ein bisschen, aber an sich habe ich es dann doch ganz gerne. So, Einzelkind wäre mir zu langweilig, so, und gut, ob es nun zwei oder drei Kinder sind, da musst du halt darüber diskutieren mit Partner. Nee, aber so, wo war ich jetzt genau? Minsker Abkommen war so Frucht, so Ernte, nein, so Früchte tragen wie eine Ernte im Frühjahr, so war das jetzt, genau. Südeuropa vor dem Kollaps, sie hat Europa nicht weitergebracht. Wir stehen immer noch da, wo wir vor so gut 10 Jahren standen, da hat sie nichts viel getan. Wir sitzen immer noch in der NATO drin, heißt am Schlauch der USA. Die Feststellung und so. Ja, ich sehe die Fortschritte nicht. Außenpolitisch haben wir uns in die wichtigen Konflikte der Welt nicht eingemischt, wo wir es vielleicht hätten tun dürfen. Jetzt, wo man mal als starke Nation doch eine gewisse Verantwortung trägt. Der Erdogan möchte was. Genau. Ah, er hat Fisch zu verkaufen. Ja, dann gib ihm mal 2000 erstmal. Ja, dann macht 2100. Ach, tatsächlich, das ist ein wichtiger Vertrag. Der bringt uns tatsächlich doch ein paar hundert Millionen. So. 2200, dann müssen wir es da treffen. So. 2 Milliarden. Sehr schön. Der, ja, 2 Milliarden kostet es jetzt. Wir haben bestimmt da so 400, 500 Millionen Euro jetzt gespart für die nächsten 5 Jahre. Das ist noch ein guter Vertrag. So. Ich denke vor allem, so Sekunde. Erstmal zum Schlauen nochmal kurz zurück. Eben von der Ausgabenseite. Subventionen, Sozialgeschenke und Co. wären schon manchmal Dinge, mit denen man gut Geld machen kann. Ja, das spart man doch. Also Subventionen finde ich nur ganz, ganz, ganz selten sinnvoll. Hin und wieder sind sie sinnvoll, aber nur in den seltensten Fällen. Sozialgeschenke, was verstehst du? Sozialgeschenke, aber ich bin persönlich für Leute, die ein geringes Einkommen haben, weil das Leben mit geringem Einkommen scheiße ist. Der Karl sagt. Man sollte vielleicht mal den Erdogan vor vollendete Tatsachen stellen und nicht immer, ja. Zum Beispiel. So, ihm das Nachsehen, so mehr oder weniger, kann man ja fast schon sagen. Ich meine, es folgt ja halt keine Konsequenzen. Man sagt immer nur, finde ich nicht gut. Aber. So, ja, dann nächster Punkt. Karl sagt, ich denke, Merkel macht das schon richtig. Wenn Schulz das ganze Ruder in der Hand haben würde, würde das Land sich eher verschlechtern und nicht verbessern, meine Meinung. Der Schlau sagt dann, oh Gott, Schulz. Ich muss sagen, ich mochte den Sigi eigentlich auch eher als den Schulz, aber ich habe mir von einer Mitschülerin, die jetzt momentan, also eine ehemalige Mitschülerin, die jetzt momentan ein Praktikum macht im EU-Parlament, ja, ist auch so ein Highflyer, so diese Leute, die so ganz krasse Karriere machen müssen, erklären lassen, lang und breit, dass Schulz echt kein schlechter Mann ist, dass er Ahnung davon hat, was er macht. Er war ja nicht umsonst EU-Präsident da. Parlamentspräsident. EU-Parlamentspräsident. Also das hatte schon seinen Hintergrund. Der Typ ist gar nicht so doof, wenn er nicht dauernd über Würselen redet. Dann, ansonsten geht das immer. Also der Typ hat grundsätzlich wohl Ahnung. Das soll okay sein, auch wenn ich den Sigi eher gemocht hätte. Aber das ist ja wieder nur meine Meinung. Wie gesagt, also bei Merkel sage ich halt einfach, das ist Status Quo. Und Status Quo möchte ich nicht mehr haben. Das will ich seit 5, 6 Jahren nicht machen, weil seit 5, 6 Jahren ich doch genau weiß, der Status Quo nicht funktioniert. Da fährt man sich auf Europa nur konsequent mehr und mehr gegen die Wand. So. Und beim Thema Türkei zieht sie den Schwanz ein. Das hat man gerade, glaube ich, kurz gesagt. Mit welchem Militär willst du dich denn einmischen? Nächster Punkt. Ich bin für Aufrüstung. Und eine Reformierung des Militärs. In gewissen groben Zügen. Obwohl ich da jetzt kein Fachmann bin. Deswegen bin ich auch jetzt sehr froh, SPD hat jetzt auch die letzte Weiche für mich gestellt, dass ich wählen kann. Sie haben jetzt den Punkt Abrüstung aus ihrem Programm gestrichen. Wahlkampagne. So, jetzt müssen wir uns um unsere Wahlkampagne kümmern. Genau. Wenn wir gerade schon beim Thema sind. Und war das jetzt so, dass wir jetzt uns nicht mehr um die Terroristen kümmern können? Ja, so war das. Geht erst nach der Wahl weiter, der Kampf gegen die Terroristen. Warum auch immer. So, was machen wir jetzt? So, ja, das ist die Frage. Wir gehen erstmal zur Polente rüber. Also, ja, Wahl muss er machen, muss er Wahlversprechen erstmal abgeben. So, Wahlversprechen machen. Kampagne. Ja, Kampagne. Ja, genau.
Wahlfälschung, sonst kann man nichts machen. Was wird? Ach, hier, ach, Wahlprogramm, okay, ach so. Entschuldige. Mein Fehler. Gut. Ja, wähle eine Region aus. Wie viele haben wir? Ein paar viele. Was? Wir können aus China auswählen? Das ist interessant. Chugoku ist aus China. Egal. Ja, okay, erstmal auf Hokkaido. Fangen wir da mal an. Dann gehen wir rüber in die Kanto-Region oder so. Wird jetzt bei Kanto an, oder? Nee, keine Ahnung. Ja, dann fangen wir bei Kanto an, ist mir auch egal. Na gut. Ja, nee, so viel Versprechen habe ich nicht. Sportkomplex. Mhm. So, Polente. Einfach das nächste Kinder, da. Ja, genau. Kinder, ich diskutiere gleich ruhig mit euch weiter. Also, keine Sorge, das Thema ist jetzt nur verschoben und nicht aufgehoben, weil ich mich ganz kurz auf Ingame konzentrieren muss. So, Polizei. Mhm. So, wie machen wir das jetzt? Verkehrspolizei, wenn wir das um 3 hochsetzen, wie viel kostet das? 7 Milliarden. Wenn wir nicht die Verkehrspolizei erhöhen, sondern das Personal aufstocken auf 310.000. Deutlich humaner. Dann stocke bitte das Personal auf 350.000. Dann müssen wir hier ein bisschen billiger wegkommen. Mhm. Das nimmst du. Mhm. Das sollte uns schon mal die ersten Sympathiepunkte einbringen. Klapp mal links das auf, die Ergebnisse der letzten Wahl, das muss man eben aufklappen. Achso. Ja. So, Beliebtheit bei der Bevölkerung 5 Punkte, Beliebtheit bei der Partei 1 Punkt. Okay. So, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Nächstes Versprechen. Achso, ist die Note, also. Moment, ist das. Egal. Ist Note oder Punkte? Du sagst Punkte. Von 100, ne? Okay, na gut. Falsche Sprechung dann, ne? Nächstes. Ah, jetzt kommen wir gerade die Benachrichtigung. YouTube hat damit echt Probleme. Ach so. Oh, vielleicht fehlen deshalb ein paar von den üblichen Verdächtigen. Ja, Sportkomplex und die nächste Region. Welche hatten wir es gerade? Hatten wir es gerade Hokkaido oder Kanto? Was hatten wir gerade? Kanto hatten wir gerade. Hokkaido, da lebt ja fast niemand. Was ist denn? Ja, dann geh nach Kyushu. Oder Tohoku. Kyushu, weiß ich nicht. Wenn ich hier auswendig bin. Schlag was vor! Mein Gott! Ich will mal gucken, wie viele Leute in welcher Region leben, damit ich will mal einen Überblick haben. Also hier ist Kyushu, ne? Genau. Hier leben 10 Millionen. So. Das ist ordentlich. Chugoku. Also, weiß nicht, wenn das U lang ist, heißt es auf jeden Fall China. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. 7. 3. Was ist das denn für ein Name, Chat? Und ach, Luca ist wieder am Start. Ja, der Luca ist doch wieder da. 24 kann es sein, okay. Lass mich raten, Luca, du wurdest gerade benachrichtigt. 18, Chubu. 18, 51 Chugo, okay. Kanto, genau, da haben wir jetzt gerade. Ja, genau. Kanto war jetzt die wichtige Großregion in Tohoku. Also, genau, also Chubu genau. Und Kansai waren, glaube ich, die besten. Genau, okay, dann gehen wir nach Chubu und dann nach Kansai und dann nach dem, was da ganz links war. So. Mhm. Wahl. Also meinst du jetzt Kyushu? Ja. 10. Hier waren es weniger, oder wie war das? 7 und habe ich hier drauf geklickt? 7, 3, okay, das ist noch weniger. Gut, dann wissen wir ungefähr Bescheid. Zurück zu den Wahlen. Wahlversprechen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Ach, hier, 12. Kansai war das. Oder nee, war das. Wie hieß das? Chubu. Chubu hieß das, glaube ich. Ja, gut, dann bestätige jetzt Chubu. So. Gut, was lassen wir uns jetzt einfallen? Ich würde dann nochmal zur Polizei gehen. Okay. Oder ich habe vielleicht noch eine Idee. Sekunde, geh mal zurück, geh erstmal auf die Medien. Okay, du wirst dich wahrscheinlich besser auskennen, was die Wahlen angeht. Habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Wenn du irgendwelche Ideen hast, gerade die Privatisierung festlegen, wie sieht das damit aus? Soll ich meinen. Achso, hier, das meinst du, genau.
Gemischtes System, scheiße. Okay, dann weg da. Wie sieht das bei der Bildung aus? Das ist ein Thema, wo man als konservative Partei auch mal ansetzen kann. Erste Zeile. Da ist Bildung. Vielleicht Lehrer erhöhen oder was? Ja, Personalerhöhung hätte ich jetzt ungern gemacht, aber okay. Ja, ich gehe erstmal auf Gesetzeslage. Ich möchte erstmal wissen, was das da so Sache ist. Freiheit der Lehre? Ja, das wird wahrscheinlich so sein, genau. Okay. Ja, gut, dann ist das andere egal. Ja gut, dann geh auf, wieder auf Gehalt oder so. Ja. Dann erhöhen wir das Lehrpersonal auf vielleicht 1,3 Millionen. Milliarden. 1,25. Achso, ich kann das nicht mit der Maus machen. Ich muss mit den Pfeiltasten anscheinend hier rumklicken. So. 1,2. 3,5. Bitte bestätigen. Und Luca meint Pornografiesteuer. Ja, versuchen wir mal damit. Ich setze mal tatsächlich jetzt mal auf dich, dass du da vielleicht eine Idee hast. Kanzlei. Hä? Achso, ich muss erst das Datum auswählen. Stimmt ja. Steuern, wo sind die da? Haben wir schon eine? Ne, anscheinend nicht. Müssen wir anscheinend neu einführen. Da ist die so Frage, wie hoch geht man da? Ja, 10% hätte ich gesagt. Wie hoch kommst du da? Ja, 10%. Ich glaube, das könnte viel sein, oder? Das ist das Maximum. Okay, ja, dann mach 5. Soll ich mal die Leute fragen? Mach mal Umfrage, bitte. Parlament brauchst du nicht. Stimmt, noch nicht, aber die freuen sich, ja. Ja, gut, okay, bestätigen. So. So, zeig mal jetzt. Achso, ich sehe schon. Oh ja, danke, Luca. Das war super. 22 Punkte. Das ist gut. Okay. So, merken wir uns. Okay. So, eins machen wir noch. Dann mussten wir es erstmal ein bisschen laufen lassen. Okay, was bleibt dann noch? Kyushu, ne? Wollten wir machen. Das war ein super Vorschlag. Pornografiesteuer muss man echt merken. So, Kanto, Chubo, Kansai und jetzt Kyushu. So, das ist jetzt die Frage, was haben wir da jetzt noch? Haben wir noch irgendwas, was wir machen können? Und wir müssen uns ja auch noch was aufheben für dieses Demi-TV-Duell. Mhm. Religion, was gibt's da so drunter? Religion? Muss ich ja hier, okay. Wir können Laizismus praktizieren oder so. Oder einführen. Und frag mal nach deiner Meinung in der Öffentlichkeit. Hat er bestätigt gerade, glaube ich. Scheiße. Ja, hat er. Leute finden es doof. Shit. Na, nee, Moment, das ist jetzt als... Das Projekt zurückziehen. Das ist doch jetzt als Gesetzesvorschlag durchgegangen. Ja, das ist jetzt als Gesetzesvorschlag durchgegangen. Nicht als Wahlversprechen. Ja, trotzdem zurückziehen, Kollege. Die nehmen es ja an. Ja, trotzdem. Das mag uns Partei doch nicht, oder? Ist die Frage, wenn wir das zurückziehen? Die Leute nicht okay, lass es. Scheiß drauf. Egal, jetzt haben wir es. So, Pech gehabt. Gut, dann wieder weg damit. Ja, nee, weg mit dem Ding hier. So. So viel zum Thema, man kann kein Gesetz verabschieden, wenn man im Wahlkampf ist. Nee, wir können das nicht nochmal machen, Luca. Dann haben wir es doch schon mal behandelt, das Thema. Dann können wir es nochmal ein zweites Mal behandeln. Ja, ich bin jetzt überfragt. Mir fällt auch nichts ein. Also man könnte wie immer Personal erhöhen. Das müssten die eigentlich immer ganz gut finden. Nee, das hilft mir nicht. Ärzte könnten wir noch. Ja, guck mal eben auf Gesundheit und Soziales. So. Wenn du jetzt...
das Personal erhöhst. Ja. Um 10.000. Dürfte nicht allzu teuer sein. Ne, 500 Millionen. Dann erhöhe es auf ja, 280.000. Das muss passen. 1,6. Ja, so. Dann bestätigen. Okay. So, 30 Punkte. Das muss das ist okay. Das muss immer reichen. Okay, na gut. Wenn du da dich auskennst. Ich habe da keine Erfahrung. Ja, nee, ja, das muss erstmal reichen. Ja, das Ding haben halt nicht die Kohle, weißt du doch. Mhm. Und das TV-Duell kommt ja auch noch. Mhm. Jetzt protestieren die Leute, oder was? Ach, die rechten Idioten protestieren. So, ich gehe mal ganz kurz auf die ganzen Kommentare mal wieder ein. So. Außerdem würde ohne ihre Dialogpolitik die Lage in der Welt schlechter aussehen. Was hat Merkels Dialogpolitik denn bitteschön genau gebracht? Ich sehe den Erfolg einfach nicht. Ich sehe nur Status Quo. Wo hat denn effektiv ihre Politik was gebracht? Gut, das war Minsker Abkommen war doch. Ja. Minsker Abkommen war doch auch Dialogpolitik. Hat es was gebracht? Nein. Das ist immer genau scheiße aus wie vorher. Wir sollten nicht aus der NATO aussteigen. Aus meiner Sicht sollten wir aus der NATO aussteigen und halt die USA aus der NATO rausschmeißen. Eins von beiden. Und dann halt eine EU-Armee gründen. Also bist du für ein bedingungsloses Grundeinkommen, sagt der Schlaue. Ja, ich bin für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Definitiv. Genau. Das würde mir zum Beispiel auch extrem weiterhelfen, damit ich endlich meinen Scheiß mal durchziehen kann. Und der Stars und Demonstranten ja knüppeln. Viel Spaß. Danke, Beliebtheit. Fick dich. Scheiß Drecksbug, dass das immer so akzeptiert wird als Gesetz. So. Mhm. Ich halte die NATO für wichtig, braucht aber genauso wie die UNO Reform. Ja, die UNO braucht sowieso Reformen, das macht ja keiner. Also so von wegen Realismus und so. Dann sagt man Mustermann noch, Sigi ist der größte Schwachmat. Ich habe ihn persönlich schon, also ich habe ihn schon mal getroffen, so, also halt schon mal gehört. So, also ist okay, ich halte ihn jetzt nicht für den größten Penner aller Zeiten. Die CDU ist für die Aufrüstung, die vertraglich zugesichert haben und Militär im Inneren. Ja, das ist aber halt, CDU ist aber leider Merkel. Wenn CDU es gäbe ohne Merkel, könnten wir über CDU reden, aber CDU gibt es nur mit Merkel und Merkel will ich nicht. So. Ich denke auch, dass 2% gerade noch drin sind. Ja, ich bin auch der Meinung, dass 3-4% für unseres Budgets für Militär auch gerade so drin sind. So, Luca fragt, was das für ein arschiger Chat bitteschön denn ist. Ja, wie gesagt, ich habe gerade kurz ausgesetzt. Oh. Oha. Ja, da hast du jetzt mit ordentlichen Demonstranten zu kämpfen. Gibt ein bisschen Mühe. Mhm. Und der nächste Aufstand. Aber ist das die Stadt? Achso, das ist die Stadt hier. Okay, ja. Gut, vergiss es. Abend, Wind spricht dran, sagt Dennis. Tag, Dennis. Willkommen zurück. So, die Türkei-Krise ist nicht so einfach. Auf der einen Seite sind sie unsere NATO-Partner und Millionen Menschen mit Wurzeln leben bei uns. Auf der anderen Seite ist Erdogan mit seiner Politik. Außerdem will man die Türkei nicht an die Russen verlieren. Merkel erkennt das und setzt auf Dialog. Schulz würde einfach draufhauen ohne Abschätzung irgendwelche Risiken. Nein, das weiß man doch ganz genau. Aber das Ding ist doch einfach, wenn wir von einem Partner reden, kann unser Partner doch nicht einfach sämtliche Grundsätze ignorieren, die wir haben. Dann kann das kein Partner sein. Schick das Militär raus, mein Gott, du verlierst ja die Stadt. Ich wollte jetzt mal nicht im Wahlkampf die Leute umbringen. Also, ja, aber das ist doch nicht die Hauptstadt. Siehst du das nicht? Das ist nicht die Hauptstadt. Das ist ja ein Aufstand in der Nebenstadt. Da hast du nicht den Polizisten, die du brauchst. Das macht dir deinen Weg frei. Mein Gott. Jetzt verlieren wir halt Beliebtheit, ne? Weil wir die Leute töten. Ja, Pech, aber sonst hast du halt eine Stadt verloren. Und das ist doch nicht viel schlimmer. Ja, ich hätte jetzt auf die Polizeiverstärkung gewartet, die ich angefordert habe. Ja, die Polizeiverstärkung, weißt du, was für die Verstärkung heißt? Nur, dass die mit den aus der Polizeiwache, damit du das besetzt, mit den Leuten aus der Polizeiwache. Polizeiverstärkung quasi funktioniert nur in dem Sinne, wenn du halt diese Leute in der Stadt hast. Das ist quasi die Verstärkung. Das ist sozusagen nur damit das Ganze automatisiert ist. So, genau. Also, wie gesagt, also bei Erdogan bin ich ganz fest der Überzeugung, mal abgesehen davon, dass sich Erdogan und Putin auch nicht großartig leiden können nach dieser Abschussaktion, die es da mal gab.
wo da zufällig auszusehen, da mal ein Russe oder war das ein Türke abgeschossen wurde, also einer von beiden. Das haben sie so gegenseitig nicht so bedeutend gefeiert. Und wie gesagt, für mich ist die Türkei so, in dem Sinne kann das ja kein Partner sein. Also was da für uns denn Partner, wenn die dann bitte schön so agieren, wie sie agieren? So. Und ich traue Schulz da schon mehr zu, als einfach nur drauf zu hauen. Obwohl tatsächlich draufhauen in diesem Fall das Richtige ist. Aber okay. Luca meint, wir können das im TV-Duell doch nochmal machen. Und ihr müsst mehr Polizisten einstellen. Sagt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das haben wir schon. Genau. Haben wir jetzt schon beordert. All safe. So. Juhu. Siehst du. Uganda, was habt ihr denn jetzt im Angebot? Ach, noch mehr Fisch. Brauchen wir Fisch? Ja, wir brauchen noch Fisch. 2000. Brauchen wir nicht alles, was die anbieten? Sonst würde die es vielleicht nicht anbieten? Na, nee, da muss man ein bisschen aufpassen. Stopp. Falsche Zahl, genau. Ja, okay, dann 2050. Oh, cool. Oh, da sind sie auch sehr weit entgegengekommen. Sehr höflich. Gerne. Schwarz und weg mit dem. Und jetzt hoffen, dass wir Beliebtheit kriegen. Ja, sieht nicht gut aus für uns. Das fanden die Leute doof, dass wir mit dem geredet haben. Ah, toll. Forschung, sagt der Schlaue, bezüglich der Wahlversprechen, das kannst du knicken, das kostet zu viel. Forschung ist übelst teuer. Ich muss mich hier an wirklich sehr wenig mal halten. Was kann man bei Justiz machen? Du kannst die Unabhängigkeit der Gerichte kannst du dort machen. Du kannst dort machen die Waffenschutzgesetz, aber das passt hier schon mit dem Jagdschein. Und du kannst Gefängnisse bauen. Alles in allem also nicht sehr sinnvolle Sachen für Japan. Weil Gefängnisse bauen bringt nicht viel. Feiert die Bevölkerung nur so ein bisschen, geht so. Und Agenten halt. Getötet und ich kann keinen Agent nachschicken, weil wir im Wahlkampf sind. Toll. Genau. Sehr realistisch. So. Der Terrorismus kann jetzt gerade nicht bekämpft werden, denn wir sind im Wahlkampf, ja. Genau. Die Ausrede höre ich auch immer wieder. Ja. Gut, Kinder. Wenn ich doch mal ein bisschen schneller berechnen würde. Mustermann, da hast du was verpasst beim Thema Pornosteuer gleich Generalstreik im Real Life. Es gibt diese Steuer schon längst, seit Jahren, glaube ich. Jahrzehnten. Die ist schon uralt. Kam, glaube ich, damals mit den Videotheken auf, diese Steuer. Und Deutschland hat die schon. Ich krieg immer einen Schock, wenn so eine Nachricht kommt, aber sind wir gar nicht gemeint. Ach stimmt, dann kannst du mal erst eine Umfrage sehen, wie es da so aussieht. Juhu, Gesetz gebilligt. Toll, jetzt ja, haben wir schon wieder die Nazis. Ja. Ach du Decke, ich sag, die musst du verbieten. Blöde Hurensöhne. So, die Umfrage. Ah, jetzt haben wir natürlich ja. ...60% Beliebtheit, herrlich, herrlich, herrlich. Wir waren bei 80 und dann kamen die Nazis. Richtig. Scheiß Wichser, ey. Los, verpisst euch auch in einer unserer vielen kleinen Inseln. Okinawa. Die ich brauche. Oh. Zuklappen? Achso, genau, hier war das. Oh, wir können... Wir büßen zumindest nicht so krass ein, bis jetzt. Ja. Ja, immerhin. Vielleicht können wir ja im Fernsehduell noch was rausholen. Ja, das ist genau. Also, die Fernsehduell ist das alles Entscheidende. Da müssen wir richtig klotzen. Nicht leckern. Ausgesetzt, es gibt eins. Ich glaube, bei kleinen Ländern gibt es gar keinen. Also. Mustermann sagt, ich bin nicht so der Porno-Experte. Eins ist, wo es eins gibt. Was hast du in deiner Pubertät gemacht oder steckst du noch drin?
Noch eine Aufstand in Shufu. Da haben wir keine Leute. Da musst du Militär hinschicken mehr. Da musst du wirklich ein paar Truppen hinschicken. Also das ist ganz scheiße. Wir sind jetzt bei 56. Ja. Was willst du machen? Die Demonstranten sind doch, guck mal, die Demonstranten sind so 1000 zu 1 überlegen, Alter. Und viel schlimmer als in Deutschland. Die ficken unsere Polizei total, ey. Ja. Was glaubt ihr, sagt Fragezeichen, Fragezeichen, wie viele Leute auf die Straße gehen würden, wenn in Deutschland die Internetsteuer eingeführt werden wird? Alter. Gar keiner. Also kaum wer. Guck mal, die überrennen das einfach! Die rennt die Polizeistation. Guck mal, wie massiv wir die Leute erschießen müssen, damit sie endlich Ruhe geben. Mein Gott. Du musst nur noch mal raufklicken, dann wird das, glaube ich, nichts, oder? Nee, wir rennen jetzt weg. Okay. Mein Gott, ey, scheiß Wichser. Uff, obwohl ich ganz cool. Wir rennen noch rum. Ja, dann jetzt hier. Los, verpisst euch, rennt weg. Ich hatte entweder lebendige 3D-Modelle oder kostenlose Seiten. Achso. Ja, gut. Das meinst du. Nee, aber so grundsätzlich, dass sowas gibt, das weiß man eigentlich. Wobei sich ja, wie gesagt, dank Internetzeiten sich das geändert hat. So. Jetzt. Gucken wir mal, wo jetzt der Rest ist. 47. Ja, plündern die erstmal die Bank. Coole Idee. Ja, das kommt davon. Wir brauchen dringend neue Soldaten, Alter. Das geht ja gar nicht. Jetzt rennt er weg. Stehen bleiben. Ja, kommen wir der Polizei doch entgegen. Du hast doch welche in. Oder wie war das? Nein. Doch. Ach, da ist ja noch einer. 47%, ey. So eine Scheiße. Geht das hier wieder den Bach runter, so ein. Das wegen dem Bug. Ja. Weil wir vielleicht bin ich dafür auch zu konservativ. Da. Ja. Das hat nichts mit konservativ zu tun. Meistens sind die Konservativen eher die schlimmen Schweine. So. Hältst du das für Liberia jetzt eine so gute Idee, dich wieder mit da irgendwem zu treffen, der bestimmt ein Diktator ist? Also Liberia ist, glaube ich, relativ demokratisch, oder? War das nicht so? Dann reduziere es erstmal auf 1. Also das Volumen. Das Volumen ist zu hoch. So viel haben wir nicht. Oh. 20. Dann machen wir das jetzt 21 und dann treffen wir uns dort. Japan unterhält Top-Beziehungen mit Afrika. Toll. Herzlichen Glückwunsch. So, wann ist jetzt die Wahl? 18. 23. Oder so? 23. Ja, scheiße. Unter 50% in der Wahl, ey. Das wird nicht. Das wird so knapp werden, Alter. Wir werden in den nächsten Jahren so keinen Spaß haben. Naja, ich meine. Wenn die linken Parteien davon profitieren, dann könnten wir ja, da fällt mir gerade was ein, was man eigentlich machen könnte, wäre, man könnte die Partei wechseln und in der linken Partei beitreten. Glaube ich. Geht das? Wo war denn das? Es ging doch irgendwo. Vielleicht geht das nur außerhalb der Wahl. Ja, dann mach erstmal die Wahl zu Ende. Also ich glaube, es ging. Man kann, glaube ich, die Partei wechseln. Wir könnten dann zum Beispiel, was weiß ich, den Sozialdemokraten beitreten oder so. Dann würden die auch ein bisschen was, also wenn wir beliebt wären, würden die auch ein bisschen was von unserer Beliebtheit abkriegen. Auch immer noch nicht viele Umfragen. Ja, 22.
Ist ja also mies. Echt wenig, ja, ich weiß. Wir waren bei 30, deswegen. Über 30. Wer glaubst du wird neuer Sportdirektor bei den Bayern? Klose. Wenn Klose nicht, dann Thomas Linke. Jo, wir sind bei 50. Weil zu Klose wird es tatsächlich in dem Punkt passen, als dass er ja als ganz frischer Neuling im Business erstmal ein bisschen so Erfahrung sammeln muss. Und da bietet sich das bei Bayern in dem Punkt an, dass du halt noch Rummenigge und Hoeneß davor stehen hast, die dir immer noch sagen, was Sache ist. Und ja. Und für Linke, ja gut, das weiß ich nicht. Mit dem Typen habe ich so nicht viel zu tun gehabt, aber ich habe gelesen, dass sein Name wohl öfter schon mal kursiert hat. Also er war auch mal Bayern-Spieler oder so. Früher. Als ich noch Fußballmanager 2004 zocken konnte. Auch schon Jahre her. So, oh Gott, ich bin jetzt gleich gespannt, Alter. Wir müssen jetzt gleich richtig klotzen beim TV-Duell. Vorausgesetzt, es kommt eins. Es kommt, wie gesagt, glaube ich, nicht bei jedem Land eins. Ist die Frage, ob bei Japan eins kommt. Wie? Es kommt bei jedem Land. Also ich habe zum Beispiel mal, was waren das? Montenegro oder Albanien oder sowas gespielt und dann kam keins, glaube ich. Ich brauche ein TV-Duell, ihr Wichser! Oder meinst du, war das der 12. und nicht 11. des Monats? Was? Der Monat. Also am 23.12. ist die Wahl. Am 12. Okay, ja gut, okay, nicht November, Dezember, okay. Ah, was sagt die Wirtschaft? Kannst du das nochmal kurz nachgucken? Ich glaube, das Wirtschaftswachstum steigt die ganze Zeit. Oh, das steigt sogar echt übel. Mhm. Was sagt die Arbeitslosenquote? Steigt die genauso? Auch. Jo, aber das fällt langsam. Aber okay, ja, gut, das ist das, was es soll. Da ist die Region, die ich so haben will. Und was sagt die Inflation? Die müsste ja auch steigen. Ja. Ja, 0,6. Aber das ist ja echt alles noch sehr warm. Aber okay, die Rate steigt bei der Inflation, ne? Also ja, wir müssen jetzt nur das BIP dann auch in den Griff kriegen. Bei Klose würde es halt passen, weil er sich jetzt halt auch immer öfter zu den Bayern äußert, Transfers, Kader und so weiter. Ja. Ich denke, zumindest einen richtigen Stürmer wird er schon finden, wenn nicht Bayern ihn ja mit Lewandowski sowieso schon hat. Ein Partei Moto von Ein Moto führt. Ist das nicht eine andere Partei? Ja, wir sind das heißt, nicht wir dabei. Hinten. Richtig, wir liegen hinten, ich weiß. So, gehen wir auf Kampagnen. Okay. So, und jetzt gehst du mal auf Erstmal kommt Kant, ja, und dann gehst du auf Kandidaten. Erstmal springt der Kant da natürlich dazwischen, war ja klar. Ein Mann bekannt als Kant, der schrieb so allerhand, doch nicht nur ein Band, nein, vom Schrank die ganze Wand. Er sprach auch von Maxim, aber die war nie bei ihm. Wäre sie besser da gewesen, müsste ich heute nicht so viel lesen. Naja. So. Ey, das ist nice. Das ist, wie heißt der? Kandidaten. Tom van Hasselt oder so, ne? Naja, egal. Wo wollten wir Kampagne? Kandidaten. Ach so, irgendwas mit K. Mein ja. Gott. So, wir haben mal ganz scheiße, wir haben scheißen starke Gegner. Ach du Kacke. Oh Gott, haben wir starke Gegner. Mhm. Scheiße. Ja, da müssen wir doch ein Versprechen müssen noch raushauen. Ein krasses Teil. Hilft nix. Programm, Programm war das. So, Kinder, wenn ihr Ideen habt. Ich brauche jetzt dringend Ideen. Also suche jetzt mal die Region raus, welche Region da jetzt wohl dran wäre. Kann ja nochmal gucken. In der Zeit. Turoko war, glaube ich, Scheiße. 7 oder sowas. Ja, 7. Irgendwas muss doch gehen, was die Leute total feiern. Und was uns nicht zu viel Geld kostet. Jetzt hat man, glaube ich, schon. Hier war Chubu, genau. Kaido wird wohl nicht viel haben. 5, naja. Ich glaube, die nächstgrößte ist, da wo diese Stadt drin ist. Jugoku ist das nächstgrößte, wo wir noch nicht waren. Programm. Jugoku. Jo, so. Der Schlaue spricht von Steuersenkung.
Ja, wir können ja keine Steuersenkung für die normale Bevölkerung machen, weil das geht mit der Partei nicht konform. Wir können nur Steuersenkung für Unternehmen machen, das feiert die Bevölkerung nicht. Aufrüstung und Wahlfälschung. Wahlfälschung wollen wir nicht, Aufrüstung weiß ich nicht. Was meinst du mal? Feiert die Bevölkerung Aufrüstung? Weiß also ich Beliebtheit nicht. Kriegst du ja damit, wenn du dich zurückerinnerst. Hm. Sportförderung haben wir schon total durchgedrückt, genauso wie Kultur. Genau. Da haben wir schon von selbst gemacht. Ja, wir sitzen, wie gesagt, also wenn ich also unter Arbeit können wir nichts machen, wir sind konservativ. Armee vielleicht. Ja. Beamte feiert die Bevölkerung nicht so unbedingt. Besteuerung können wir nichts machen, außer diese Pornosteuer, die wir schon durchgesteckt haben. Bildung haben wir schon abgeklappert. Einwanderung ist kein gutes Thema bei Wahlen. Energie lohnt sich meistens nicht. Familie feiert die Bevölkerung tatsächlich nicht. Das habe ich nie verstanden, warum es die Bevölkerung nicht feiert, aber okay. Ja, Familiengeld kommt jetzt gerade. Kannst du knicken. Familie wird eigentlich nicht gefeiert. Familiengeld haben sie eigentlich immer Probleme. Forschung wäre möglichst aber sehr teuer. Mhm. Da weiß ich aber sicher, dass das ein bisschen gefeiert wird zumindest. Also das wird uns, glaube ich, auch nicht so viel helfen. Gesundheit, Soziales können wir nicht machen. So konservativ Gewerkschaften können wir nichts machen. Justiz können wir nichts machen. Kultur haben wir schon. Medien können wir nichts machen. Parlament können wir nichts machen. Politische Parteien können wir nichts machen. Polizei haben wir schon. Religion können wir nichts machen. Sekten weiß ich nicht. Tatsächlich, ich glaube, Verbot der Sekten feiern die Leute. Könnte sein. Wollen wir? Soll ich mal nachfragen? Ja, frag mal nach, es passt ganz gut, worauf du klickst. Okay, egal, fick dich. Finden sie aber gut. Super, nice. Jetzt gut, haben richtig. Wir haben ein Gesetz, aber ja, gut, das Parlament ist auch dafür. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Beliebtheit dafür. Aber ja, wieder der Backer. Okay, dann zaubern wir es da ein bisschen Beliebtheit her, ja, aber es sollte eigentlich Wahlversprechen werden, so ein Scheiß. Mhm. Gut, ja, Verbände, Wohnungen, Wahlen. Umwelt. Man könnte es vielleicht mit Aufrüstung versuchen. Ja, oder halt Forschung, man könnte vielleicht die Zahl der Forscher. Ja, oder halt Beamte. Beamte werden. Das, ja, Forscher, stimmt, die Anzahl der Forscher können wir, wenn wir ja mal ein Personal in der Forschung machen, 1 Million. Mhm. Ja, ist okay. Okay. So. Hoffentlich beschweren sich die nein, nicht. Nein, Stück zurück. Ich brauche wieder die Wahlen und das Feld muss aufgeklappt werden, damit ich jetzt die Punkte lesen kann. 35. Sehr gut. Komm, jetzt kommen wir ein Stück weiter. So, okay, dann sollten wir uns bis zur Wahl. Wir hoffen, dass die Nazis sich nicht darüber beschweren, dass wir die Sekten verbieten wollen oder verbieten werden. Nee, das betrifft mehr linke Parteien, glaube ich. Na, hoffentlich. Großdemos. Nice. Und soziale Politik der Regierung. Ja, schönen Dank auch. 10% fast verloren. Cool. Unbefristeter Streik. Unbefristeter Streik. Scheiße. Hier, Notstand ausrufen. Ja. Genau. Wenn ich das überhaupt darf während dem Wahlkampf. Ja.
probieren. Ja, wir sind hinten. Wie viel? Guck ich bitte genau nach. Steht hier nicht. Moment. Ja, nicht da. Hinten. Ja. Dritte Verteidigung sind wir. Dritte. Wir müssen es mit, mit Aufrüstung probieren. Mhm. Oder das machen. Das musst du echt lernen. So, wir haben noch 750.000, so, dann haust du jetzt nämlich nach Hokkaido rein oder keine Ahnung was, ist mir egal. Nochmal Kanto. Ich nehme. Da sind viele Leben. Wie hieß die? Ja, oder nochmal Kanto. Oh, und dann betätigst du da jetzt nochmal die Aufrüstung. Scheiße, wollte ich eigentlich. 250.000 sind wie viel? Nein, so. 4,6 Milliarden. 200.000. Nein. So. Ja. So, aufklappen. 40. Treffer. Okay. So, besser kann es jetzt nicht werden. Mehr können wir nicht machen. Ihr braucht Handel für mehr Geld. Ja, ich kümmere mich um Handel, sobald wir diese Wahlen durch haben. Diese müssen wir jetzt irgendwie gewinnen. Programmauswertung. Herzlichen Glückwunsch. Herausragend. Versammelt unsere gesamte Wählerschaft. Perfekt. Hieran soll die Wahl nicht scheitern. Gut. Aber an den vielen anderen Faktoren, wie zum Beispiel Beliebtheit. Wie gesagt, ich hätte gern Fernsehduell. Genau, das ist bitter nötig. Warum so salty? Wie salty? In welchem Bezug? Weil wir die Wahl verlieren? Genau, wenn wir die Wahl verlieren, dann sitzen wir in der Opposition. Fernsehdebatte. Fernsehdebatte, ein Segen. Oh, ein Segen. Gut, dann bitte gleich Themen, die wir auch irgendwie bearbeiten können. Ich blieb jetzt gerade schon wieder Generalstreik. Ja, toll, viel Spaß. Und nochmal Notstand. Nee. Das ist alles wegen Bugs. Der Notstand dieses Streiks sind gerade nur von den Bugs verursacht worden, die wir gerade hatten. Richtig. Wenn wir 20% Schuld. Wir immer noch ungefähr bei 80% Beliebtheit oder so. Ah, 80, ja. Okay, stimmt, mit einem Zug und Sub. Naja, gut, hast recht. Na, gut, 80. Na, sag mal 70, aber okay. 70 hätte ich dann doch ganz gerne jetzt gehabt. Also wie gesagt, wenn du mir erklärst, warum so salty, in welchem Bezug du das so meinst, dann gut, die Debatte. Dann mal eben auf den Weiterfall da unten. Als mit Spannung erwarteter Moment der Wahlkampagne wird die Debatte in einigen Augenblicken eröffnet. Ja, nicht. Die Kandidaten sind bereits vor Ort. Es wurde selbstverständlich vereinbart, dass die Sprechzeiten der einzelnen Kandidaten strikt ausgeglichen sind. Dies werden wir peinlich genau beobachten. Es ist außerdem zu beachten, dass wir ein neues, spontanes Umfragesystem eingeführt haben, über das wir die Wirkung der Antworten der Kandidaten auf die Fernsehzuschauer messen und in gewisser Weise den Sieger der Debatte ermitteln können. Gehen wir nun zum ersten Teil der Sendung über, in dem sich die Kandidaten abwechselnd zu verschiedenen Themen äußern müssen, die unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger beschäftigen. Also, was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Energie. Das ist unsere Meinung zum Thema Energie. Neubau? Oh, geh erstmal Gesetz geben, Vielleicht haben wir da noch was. Da ist nur das hier. Okay, da kann man nichts machen. Weg damit. Neubau. Ja, was baut man da jetzt so? Erneuerbare Energien? Ja, ja, ist klar. Wasserkraftwerke vielleicht oder so? Ja, Wasserkraftwerke. Bau mal da von 500 oder so. Okay. Wie viel ist das? Wollte ich nur wissen, sag mal. 5 Milliarden pro Jahr. Nee, das ist zu viel. Mach daraus 200. So. 2 Milliarden pro Jahr. Hm. 150. Ja. So, aber das passt.
Wir müssen um jeden Preis eine umfassende Entwicklung erneuerbarer Energien im Land vorantreiben. Einerseits zur Beteiligung unsererseits im Kampf gegen die Erderwärmung, andererseits zur nachhaltigen Strukturierung unserer Unabhängigkeit vom Energiemarkt. Ich werde diesen Kampf führen und auch... Du siehst ja unten den doppelgrünen Pfeil, da musst du das Gelaber nicht anhören. Danke. Ne? Ach so. Sie sind an der Reihe. Was können Sie uns zu diesem Thema sagen? Er macht das Gleiche, oder? Nee, der baut einen Windpark an Land. Das ist was anderes. Also ja, kein Wasser. Muss es nicht genauso aufgepasst werden? Wir müssen um jeden Preis eine umfassende Entwicklung... Gut, 0-0. Danke und nun zum nächsten Thema. Also, was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Da ist bestimmt viel zu holen. Oh, das macht er. Staatsbibliothek, oh, das ist nämlich genau ungefähr, was ich auch ziehen wollte. Unsere Kultur ist weltweit angesehen und erregt Neid. Sie können auf mich sehen, was den Schutz und die Weiterentwicklung dieses Reichtums betrifft. Nee, du kannst davon gleich nur einsparen, wenn man gleich auf Kultur sind, auf jeden Fall irgendein dämliches Teil bauen. Ich denke, das müssen wir leider auch machen. Genau so. 1-1. Sehr gut. Und jetzt geht's hier gerade wieder richtig rund. Nun sind Sie an der Reihe. Was sagen Sie zu der Frage? Oh Gott, ey, lautlos. Heilte Witzka. So, Staatsbibliothek, kann man nur eine bauen, oder wie war das? Ja, stimmt. Gibt es was Größeres als Staatsbibliothek? Ach so, okay, ein Kollege von mir guckt gerade zu und der beschwert sich, wie ich denn bitte schön fluchen kann. Ach so. Im Stream. Ich fluche immer, Alter. Brauchst du gar nicht so Stress machen, Kollege. Moment, das sind... Ich habe vorhin nicht schon ganz andere Probleme gekriegt. So, was haben wir jetzt hier? Städtisch, international? Das ist weniger. Nee. Genau, nee, dann vergiss es, du musst, glaube ich, so eine Staatsbibliothek bauen. Ja, eine Hoffnung. So. Bau dir auch mal ein Kanto. Ja. Unsere Kultur ist weltweit angesehen und erregt Neid. Sie können auf mich zählen, was den Schutz und die Weiterentwicklung dieses Reichtums betrifft. Fickt euch! Ich würde sogar... Ich danke Ihnen. Wir kommen nun zum zweiten Teil der Sendung. Die Kandidaten werden sich direkt... Nächstes Mal kopieren wir auch die Region, merkt ihr das? Gut, würden Sie uns bitte etwas über dieses Thema... Perfektes Thema. ...das Sie meiner Meinung nach im Laufe der Wahlkampagne ausreichend abgenutzt haben? Ausreichend abgenutzt, ja. Haushalt? Mhm. So, gehst du mal runter? Okay, hoch wieder. Nee, stopp. Kontaktpolizisten vor Ort. Machst du auf 9. Mhm. 10. Machen gleich volles Haus. Mhm. Gut, absenden. Ich weiß, wie sehr sich unsere Mitbürger um die öffentliche Sicherheit sorgen. Ich werde bei diesem Grundrecht nicht mit mir handeln lassen. Und ich kann Ihnen versichern, dass es eine meiner Prioritäten bleibt. Setzen wir dem vor. Da kann er überhaupt nichts mit anfangen. Soziale Leute können nie was mit Armee anfangen. Ach so. Ich persönlich würde gerne Ihre Meinung zu diesem Thema erfahren, zu dem Sie meiner Ansicht nach eine ziemlich obskure Stellung beziehen. Vielen Dank. Wir sind nun am Ende unserer... Dazu kann er keinen Kommentar. Dazu gibt er nämlich keinen Kommentar. Die Kandidaten können jetzt ein Fazit ziehen und vielleicht noch ein letztes Wahlversprechen offenbaren. Ja, die sehen komplett gleich aus. Ist halt so typisch. So, was macht der Typ? Der erhöht den Sozialhilfesatz. Um 5 Euro. In Krisenzeiten, in denen die Armut an Boden gewinnt, ist es von entscheidender Bedeutung, vollkommen im Sinn der... Ach so, nicht nochmal die Pornografiesteuer? Ach stimmt, die Pornografiesteuer, stimmt ja. Genau, wenn wir die noch machen können, dann geh nochmal bitte auf die Pornografiesteuer. Und auf 10%. Versprechen bereits behandelt, steht hier. Du kannst da wahrscheinlich nichts drehen, richtig? Weiß ich nicht. Geh mal auf 10%. Geht anscheinend nochmal. Also 10, meinst du? Ja, 10, ja, genau. Machen wir es gleich. Nehmen wir mal fragen, was die Leute von 10 halten, ob die das vielleicht noch besser finden oder so. Ja, gut, bitte. Im TV-Duell, erstmal eine Umfrage. Bevölkerung. Finden die gut. Gut, absenden. So, der muss sich das jeder andere Haushalt auch. So muss sich der Staat vollkommen seines Haushalts bewusst sein. Und unter allen Umständen eine Verbesserung der Situation anstreben. Weiß nicht, es wird keine komfortable Mehrheit, aber es sollte knapp halten. Internationalen Märkte beruhigt werden. Also, das TVDL hat so einen Einfluss? Im Gegensatz zur Kürzung der öffentlichen Ausgaben, die direkt mit den Dienstleistungen für die Bürger verknüpft sind, erlaubt eine Erhöhung der Steuereinnahmen nachträglich eine Schlichtung der Verwendung dieser Mittel. Beides verkacken ist tot. Eins von beiden verkacken heißt, ob gute Opposition, beides gewinnen heißt absolute Mehrheit. Wenn du dich durchschnittlich verhältst, jetzt wir in dem Programm,
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Unser spontanes Umfragesystem hat einen Sieger ermittelt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, kannst du auf den Pfeil klicken oder gleich aufs Fernseh aus. Jetzt ist sowieso vorbei. Ja, okay. Das hi, hab gerade FM 91 angesehen. 22.05. Ja, ich will noch eben die Wahl, also wir wollen uns noch eben die Wahl mitnehmen. Deswegen, Michael. Ja. Und gut, dass du dir dann noch die FM reingezogen hast. 64% haben uns vorne gesehen. Ja, knapp, ja. Ist halt nicht gut. Hm. Ja, seine scheiß Staatsbibliothek-Monument gedöns, dass wir damit nicht gleichziehen konnten. Ja, das ärgert mich jetzt zu Tode. Oh, jetzt haben wir 3 neue Terroristengruppen. Ja, mit denen musst du leider leben. Das ist jetzt leider so. Die Sekten sind Leute? Jetzt. Sind das die Sekten? Ach, stimmt, weil die Sekten jetzt. Ach, stimmt, wir haben die Sekten ja verboten. Naja, okay. Ja, das tut mir leid für dich, aber dann musst du jetzt durch. Was mir nicht alles tut, um so eine scheiß Wahl zu gewinnen. Wobei das uns ja im Endeffekt gar nicht wirklich weitergeholfen hat, sondern eher behindert hat. Ja. Das war ja wieder nur dieser Bug, der dafür gesorgt hat. So, morgen wird gewählt. Während dem Notstand, toll. Ich meine, wir müssen erst warten, bis die Streiks da fertig sind, bevor wir es wieder ändern können. Ich sag, das wird nichts, keine Ahnung. Ich sag, wir gewinnen, aber wie gesagt, das wird scheiße. Wir werden echt eine schwache Mehrheit haben, das wird eine knappe Geschichte. Okay. Guten Abend, die ersten Schätzungen sind eingegangen. Hier finden Sie die Grafiken. A-I-R-U-O-R-U. So. Oh, tatsächlich. Wir haben tatsächlich gewonnen. Knappe Mehrheit, habe ich ja gesagt. Und das wir werden nun den neuen Staatschef live aus seinem Wahlhauptquartier hinzuschauen. Wir haben glücklicherweise gesiegt, noch mit diesem Vorsprung besiegt, aber nicht gut besiegt. So, hätten wir ein bisschen mehr noch rausholen können. Gerade was halt dieses Staatsmoment abgeht. Da hätten wir den Staatsmoment gleichgezogen, vielleicht die 30%-Marke gekriegt, weißt du? 30% der Wählerstimmen, da hätten wir zumindest eine komfortable Mehrheit gehabt. So müssen wir jetzt natürlich echt wieder mit den Sozialen uns abrackern des Grauens. Ach, du hast auch was kommentiert in den FM rein. Dann, Michael, gucke ich das gleich nach. Dann kümmere ich mich gleich darum, sobald wir durch sind. Ja, die Region haben wir alle verloren. Wie sieht das aus? Nee, alle gewonnen. Alle gewonnen, ach so. Gut, schließen. Ja, okay. So, dann machen wir es noch eben weiter zusammen bis Neujahr und dann würde ich das für heute beenden. Oh, war das auch schlecht. So, jetzt haben wir den Streik auch hinter uns. Jetzt können wir den Notstand wieder aufheben nach der Wahl. Und Michael sagt, er kann das Spiel leider nicht spielen, weil sein Rechner halt 5 Jahre alter Windows 7 PC ist. Ja, Kollege, aufrüsten. Ja, meiner müsste noch dieses Jahr jetzt durchstehen. Jetzt so Ende nächsten Jahres, Ende 2018, muss ich da, glaube ich, auch was tun. Dann würde ich damit auch nicht mehr hinkommen in meinem hier. So, jetzt müssen jetzt nicht die linken Parteien stärker sein. Das heißt, wir müssen die Sachen eher durchs Parlament kriegen. Ja, aber wir werden ja unsere Partei vorbeiregieren, dann wird unsere Partei absetzen. Wieder gewählt, juhu. PS4, ja, ich weiß, dass du ein Politikmotto meintest. Dass es darauf bezogen war. Nicht auf den FM, so weit war ich auch schon. Und gleich kommt Neujahr. Kannst du mal ein kurzes Parlament dann ansehen? Okay. Aufrüstung ist immer gut. Ja, das sind wir. So sieht das jetzt aus. Das wird echt eine harte Nuss. Oh je. Ja, weil einfach alles hier so breit vertreten ist. Ja, und da müssen wir dann jetzt arbeiten. Genau, das heißt, könnt ihr euch auch einstellen, wir werden jetzt demnächst ganz viele Verträge machen. Das heißt, der gesamte nächste Stream könnte fast aus Verträgen bestehen. Juhu. Aber auch an der Sortierung und Ordnung der Verträge. Das heißt, also wenn ihr euch für diese Analyse der Verträge interessiert, könnte es eine echt spannende Folge für euch sein. Aber da müssen wir durch. Hilft ja nichts.
Na gut, die ganze Folge nun auch nicht. Vielleicht ein halbes Stream. Wir müssen ja nur die wichtigsten Ware machen. Die weniger wichtigen, das kommt dann im Endeffekt gleich auf einen halben Prozent des Defizits raus. Wenn wir die minder wichtigen machen. So, wollen wir zu den Daten angucken fürs neue Jahr? Ja, genau. Gut. Fünf Prozent Wachstum. 6,99. Gute Resultate, ja. Ohne Zweifel anspornen, weiterzumachen. Ja. Hier sind die B. Okay, ja. 4,98. So, wieder ein schönes dickes Minus beim beunruhigenden Haushaltsdefizit. 5,86. Ja, und da müssen wir es dann ran, nächste Folge. Und es gibt ein Wirtschaftswachstum nächstes Jahr von 1,73. Mhm. Das ist okay. Ja, genau, damit lässt sich arbeiten. Inflation kennen wir ja noch ungefähr, da muss man ja keinen Stress drum machen. Arbeitslosenquote weiß ich auch. Deswegen, nächstes Mal, ja, reicht, kannst jetzt Pause machen, reicht jetzt. Ja, ich hätte jetzt gedacht, es kommt jetzt noch irgend so ein Tag, wo der nochmal die Werte aktualisiert. Oder sowas? Nö. Das war ja gerade eigentlich schon. Nee, egal. Jetzt kommt noch so eine Berechnung. Mal nochmal ein paar Werte. Ansonsten, ja. Genau, wären wir jetzt soweit. Gut. Ja, Michael, ich habe ja mal, falls man sich erinnert, vor ein paar Wochen mal diese Ankündigung gemacht, dass ein Kollege von mir das auch übernehmen würde, so PCs zusammenstellen, so eine Geschichte. Also, falls du daran Interesse hast, mal. Bevor du dich von Mediamarkt, Saturn oder sonst irgendwas vollkommen über den Tisch ziehen lässt, für schlechte Leistung viel Geld blechst. Wie ich früher. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge, oder? Jo. Genau, gut. Dann sind wir am Ende der Folge. Haben wir die Wahl ja doch noch überstanden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ja. Okay. Max. Die uns das Leben schwer gemacht haben, was unnötig gewesen wäre. Hätten wir vorher gespeichert und neu geladen, hätten wir es einfacher gehabt. Naja. So ist es halt. So ist das jetzt. Wir haben ja die Wahl gewonnen. Wir können ja jetzt nochmal, haben ja nochmal 4 Jahre, in denen wir nochmal das Ruder rumreißen können oder es zumindest versuchen können. Mhm. Genau, dann Dankeschön an alle, die dabei waren. Wie immer, Wer Lust hat, nach dem Stream noch mit uns zu quatschen, in der Videobeschreibung ist, oder Streambeschreibung oder wie auch immer, ist ein Link zu unserem Discord-Server. Da ist immer jemand da. Ist immer jemand zum Quatschen da. Genau. Ansonsten, genau. Dankeschön an alle, die dabei waren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.